Also, das ist Licht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir, die Projektpartner, das ist der Präventionsrat Oldenburg, der Lokalsender Oldenburg 1 und die Volkshochschule Oldenburg, freuen sich sehr, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind zum Auftakt des Projektes Oldenburger Weg für Demokratie und eine resiliente Gesellschaft. Besonders freuen wir uns über die Anwesenheit des Vizepräsidenten des Niedersächsischen Landtages, Herrn Jens Nacke, und in Vertretung des Oberbürgermeisters der Stadt Oldenburg, Frau Bürgermeisterin Petra Averbeck. Beide werden nach meiner Begrüßung ein Grußwort halten. Herzlich willkommen. Weiterhin begrüße ich den Vorsitzenden des Präventionsrates, Herrn Eckart Wache, und den Vorsitzenden des Fördervereins des Präventionsrates, Herrn Harald Lesch, und aus der Verwaltung der Stadt Oldenburg unsere Sozialdezernentin, Frau Dagmar Sachse. Dann sind unter uns einige Abgeordnete des Oldenburger Stadtrates und auch Vertreter aus den Gemeinderäten benachbarter Gemeinden. Und natürlich Sie, meine Damen und Herren, die durch Ihr Kommen dokumentieren, wie wichtig gesellschaftliches Engagement für ein funktionierendes Gemeinwesen ist. Damit komme ich zu unserem Hauptredner des heutigen Nachmittages und frühen Abends, lieber Herr Scherer. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen in Oldenburg. Zu Ihrer Person und Ihrem Vortrag werde ich nach den Grußworten und der Projektvorstellung noch einige Worte sagen. Meine Damen und Herren, sehr liebe Gäste, mit dem Projekt Oldenburger Weg für Demokratie und eine resiliente Gesellschaft soll nicht nur für die Folgen von Hass und Hetze im Internet sensibilisiert werden. Es geht auch um Unterstützungsangebote für Mandats- und Ehrenamtsträger. Am Ende soll es einen Oldenburger Kodex geben, der unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region fördern soll. Das Ganze wird Ihnen im Detail gleich noch Frau Melanie Blinzner, Geschäftsführerin des Präventionsrates, nach den Grußworten vorstellen. Ich möchte jetzt noch ein paar organisatorische Anmerkungen machen. Einmal haben wir natürlich einen Büchertisch, weil der Anlass der Reise von Herrn Scherer nach Oldenburg ist ein aktuelles Buch. Und leider muss uns Herr Nacke gegen 17 Uhr verlassen, weil mit seinem Amt, das er repräsentiert, bringt auch vielfältige Verpflichtungen mit sich. Deshalb sind wir schätzen wir uns umso glücklicher, dass Sie denn auch heute Nachmittag hier in Oldenburg sind und gleich müssen Sie wieder in den Osten von Niedersachsen reisen, um da einen weiteren Termin wahrzunehmen. Ja, jetzt bitte ich dann Frau Averbeck und anschließend Herrn Vizepräsidenten Nacke um die Grußworte. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Scherer, wir hatten uns ja eben gerade unterhalten. Schön, dass Sie hier in Oldenburg sind, freue ich mich sehr darüber. Sehr geehrter Herr Nacke, sehr geehrter Herr Gögel, sehr geehrte Frau Schneidewind, sehr geehrte Frau Blinzler, sehr geehrter Herr Wache, sehr geehrter Herr Lesch, sehr geehrte Frau Sachse, liebe Mitglieder des Oldenburger Stadtrates, sehr verehrte Damen und Herren. Die Kommunikation über die neuen Online-Kanäle ist für mich Fluch und Segen zugleich. Zu den Vorteilen gehören ganz klar weltweite Vernetzung, auch über Ländergrenzen hinweg, schneller Austausch, Informations- und Themenvielfalt. Nachteilig ist vor allem die Anonymität im Netz. Sie bildet den Nährboden für Hass, Hetze und am Ende sogar für strafbare Handlungen. Umso wichtiger ist es, dass wir als Gesellschaft nicht wegschauen und uns entschieden gegen Hass im Netz stellen. Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind mittlerweile vorhanden. Es könnten eventuell noch mehr sein. 2021 wurde in Deutschland das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität verabschiedet.
im Jahr darauf auf europäischer Ebene der Digital Service Act mit gleicher Stoßrichtung. Seitdem sind für die Fälle von Hasskriminalität im Netz zwar kontinuierlich gestiegen, gleichzeitig werden sie aber auch wesentlich konsequenter verfolgt und geahndet. 1136 Fälle von Hasskriminalität im Netz meldete die Zentralstelle für Online-Delikte in Niedersachsen 2022. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr mehr als verfünffacht. Neben Gesetzen und Strafverfolgung braucht es also weitere Maßnahmen, um die Hasskriminalität im Netz effektiv zu bekämpfen. Eine Schlüsselrolle übernimmt hier die Präventionsarbeit. Der Präventionsrat Oldenburg ist Vorreiter und hat das Thema digitale Medien bereits frühzeitig in den Blick genommen. Seit 2010 werden Informationen und Fortbildungen in diesem Bereich angeboten. Besonders beliebt bei Eltern ist die Online-Reihe zur Medienkompetenz. Bei Bedarf an Angeboten zu digitalen Medien und Hass im Netz wächst sie stetig. Extreme Tendenzen machen vor unserer Stadt nicht Halt. Die deutschlandweite Zunahme von Hetze im Netz und daraus motivierten Straftaten ist auch in Oldenburg leider Gottes spürbar. Wir sind leider keine glückliche Ausnahme, keine Insel der Glückseligen. Vor allem Rettungskräfte, Polizei, aber auch Mitarbeitende der Stadt und Ehrenamtliche sind Hass und Hetze ausgesetzt. Ich habe bereits noch keine Erfahrung gemacht, Gott sei Dank, aber eventuell, wir hatten es eben gerade drüber enthalten, kann das ja noch kommen. Ich hoffe nicht. Umso wichtiger finde ich es, dass sich unsere Stadtgesellschaft mit dem Thema aktiv auseinandersetzt. Und das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Die neue Kampagne Oldenburger Weg für Demokratie und resiliente Gesellschaft, die wir heute hier gemeinsam starten, vermittelt genau dies. Beleidigungen und Straftaten aus dem Netz werden ins Bewusstsein geholt. Wir wollen ins Gespräch kommen und einen Oldenburger Kodex mit Positionen gegen Gewalt und Netz und eine positive Debattenkultur entwickeln. Für dieses Engagement und den Vorstoß, das Thema anzugehen, danke ich allen Beteiligten. Auch im Namen der Stadt Oldenburg und im Namen unseres Oberbürgermeisters und Projektschirmherrn Jürgen Krogmann. Vielen Dank an den Präventionsrat für die kontinuierliche Aufklärungsarbeit in Sachen digitale Medien, aber auch in anderen Bereichen. Vielen Dank an die Projektpartnerinnen und Partner der Veranstaltungsreihe der VS Oldenburg und U1. Dank aussprechen möchte ich auch allen weiteren Förderern und Unterstützerinnen. Ich wünsche mir, dass die Veranstaltungsreihe ein voller Erfolg wird und wir viele Menschen damit erreichen, auch hier durch U1, weil es ja aufgenommen wird. Am Ende geht bestenfalls unsere Stadtgesellschaft gestärkt gegen Hass und Hetze im Netz daraus hervor. Ich werde das Projekt gerne weiter begleiten und bin schon sehr gespannt auf den heutigen Vortrag von Herrn Scherer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun übergebe ich dem Vizepräsidenten Jens Nacke das Wort. Vielen Dank. Verehrter Herr Gögel, herzlichen Dank für die einführenden Worte und die Einladung. Liebe Petra Haberbeck, ich freue mich, dass wir hier zusammen Gelegenheit haben, diese Veranstaltung mit einem Grußwort zu begleiten. Verehrte Vertreterinnen und Vertreter des Präventionsrates, ich muss nicht ganz in den Osten des Landes Niedersachsens, nur nach Walsrode, aber freitags ist der Verkehr natürlich manchmal ein bisschen herausfordernd und deswegen bitte ich schon jetzt um Nachsicht, dass ich bedauerlicherweise möglicherweise Ihren Vortrag, Herr Scherer, herzlich willkommen ebenfalls in Oldenburg und bestelle natürlich die ganz herzlichen Grüße, auch wenn mir das in Oldenburg immer ein bisschen falsch kommt, der Landtagspräsidentin Hanna Naber, die natürlich hier zu Hause ist und gerne heute die Veranstaltung wahrgenommen hätte. Aber ich bin froh und dankbar, dass ich heute Gelegenheit habe, Sie zu vertreten.
ein wichtiges Thema, das Sie aufgreifen. Ich habe ein bisschen mir Gedanken darüber gemacht. Ja, schon immer hat es natürlich auch eine sehr scharfe Auseinandersetzung um politische Fragestellungen gegeben. Und ich will ehrlich sein, ich habe den Eindruck, dass in den persönlichen Kontakten in den vergangenen 20 Jahren, die ich das beispielsweise auch im Niedersächsischen Landtag begleiten darf, das nicht schlimmer geworden ist. Die Auseinandersetzung ist immer stark gewesen und manchmal waren wir bei Themen auch sehr unterschiedliche Auffassungen und damit auch sehr kontrovers. Und ich will mal beispielhaft nur, weil ich das auch seinerzeit in den letzten Zügen miterleben durfte, die Auseinandersetzung um das potenzielle Endlager in Gorleben nennen oder ich sage auch, als wir in Niedersachsen einmal das Weihnachtsgeld abgeschafft haben und gleichzeitig Studienbeiträge eingeführt haben, da mussten auch 300 Polizeibeamte, verehrter Herr Wache, sicherstellen, dass wir im Niedersächsischen Landtag unsere Debatten führen können. Also diese Auseinandersetzung hat es immer gegeben, aber hinzugetreten, und das ist ja offenkundig für jeden, sind eben die sozialen Medien mit den besonderen Herausforderungen, die eben auch an die Politik stellen, neue Plattformen mit neuen Verhaltensmustern. Und die sind erkennbar für jeden, der politische Verantwortung trägt, aggressiver, weil die Menschen, ich will Ihnen da nicht vorgreifen, sich offenkundig geschützter fühlen. Ich habe irgendwann mal, und ich fand diesen Vergleich immer so treffend, deswegen will ich ihn gerne hier ansprechen, vielleicht sagen Sie nachher, es ist doch nicht vergleichbar, aber im Auto neigt man auch dazu, den Gegenüber etwas schärfer zu beurteilen und seine eigenen Fahrkünste zu überschätzen und fühlt sich sicher hinter der Scheibe und lässt sich dann eben aus. Aber wenn so etwas dann in die Öffentlichkeit gelangt, dann ist das eben eine besondere Herausforderung. Und das führt dazu, dass es eben aggressiv wird gegen Personen und das muss uns beschäftigen und deswegen ist es richtig, sich in dieser Frage auch hier in dieser Veranstaltungsreihe damit zu beschäftigen, eben auch gegen das System. Und wenn es gegen Personen geht, dann ändert das das persönliche Verhalten und das kann für Sie auch eine ganz reale Gefahr am Ende bedeuten, sowohl in Ihrem persönlichen Wohlbefinden als auch in Ihrer am Ende körperlichen Unversehrtheit. Das ist ja bis in die Folge denkbar, aber eben auch gegen das System. Der Respekt vor dem Staat geht verloren, vor seinen Institutionen, aber auch vor der Presse, vor Unternehmern und vor Verantwortungsträgern in der Gesellschaft. Und das führt dann dazu, dass es eine geringere Bereitschaft gibt, sich selbst einzubringen und auch hier einen Rückzug ins Private. Und dem müssen wir entgegenwirken. Entgegenwirken, dass diejenigen, die Lust haben am Gestalten, am Mitmachen, die wir brauchen im Ehrenamt, im politischen Ehrenamt, im sozialen Ehrenamt, im sportlichen Ehrenamt, im kulturellen Ehrenamt, die sich einbringen wollen, eine Stadt gestalten und Ideen umsetzen und nach vorne bringen wollen, dass die sich nicht abschrecken lassen von denen, die das nicht tun, aber in einer besonders kritischen, aggressiven Art und Weise diesen Personen gegenübertreten, wo dann am Ende eben auch sich Hassgemeinschaften bilden, Verschwörungstheorien sich Raum verschaffen und die Gesellschaft dadurch eingeschüchtert wird. Und ich will Ihnen abschließend in diesem Grußwort ein Beispiel nennen. Und das ist sehr konkret. Wir haben eine Fraktion im Niedersächsischen Landtag, die ich als rechtsextrem einstufe, das ist die AfD. Und wenn Sie beobachten, wie die AfD heutzutage im Landtag agiert, dann ist das eben anders, als das die anderen Jahre die Fraktionen gehandhabt haben. Die AfD in ihrem Verhalten innerhalb des Parlaments konzentriert sich ausschließlich darauf, wie das, was dort passiert, sich später auswirkt und vermarkten lässt im Netz, sich später in den sozialen Medien verwerten lässt. Und erkennbar warten die nur darauf, dass sie in irgendeiner tatsächlichen oder vermeintlichen Form angegangen werden, anders behandelt werden, schlecht behandelt werden, falsche Zusammenschnitte von Beiträgen, die am Ende im Netz dazu führen, dass das Parlamentsgeschehen anders dargestellt wird, als es tatsächlich sich dargestellt hat. Und darin liegt natürlich eine echte Gefahr für die Demokratie. Einmal, weil es sich Menschen anschauen, die vielleicht sich in der Blase bewegen und nichts anderes mehr sehen, aber auch, weil man erkennt, dass es sich auswirkt, irgendwann auf die, sage ich mal, klassischen Medien, die natürlich sich auch Gedanken machen, wir müssen schneller werden, möglicherweise geht Tempo da auch manchmal vor Sorgfalt und auch da liegt eine gewisse Gefahr darin.
Und dem müssen wir uns bewusst werden. Da helfen Projekte wie dieses. Deswegen herzlichen Dank. Toll, dass das hier anläuft, dass es hier jetzt in Gang setzt. Und ich hoffe, dass die Ergebnisse etwas bringen für die Gesellschaft, etwas bringen für die Stadt Oldenburg, aber natürlich auch für das Land Niedersachsen, weil das natürlich ein gutes Beispiel ist, das bitte auch in anderen Teilen des Landes Schule machen darf. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf die Veranstaltung, solange ich dabei sein darf. Zur Präsentation kommen. Ist es diese? Ja, richtig, genau. Einen schönen guten Abend auch von mir. Melanie Blinzler, Geschäftsführerin des Präventionsrates Oldenburg, und ich darf jetzt Ihnen die Kampagne vorstellen, die wir gemeinsam entwickelt haben und heute mit Ihnen gemeinsam starten möchten. Aber vorab eine Frage: Was haben Robert Habeck, Kevin Kühnert, Jens Spahn, Saskia Esken und Rainer Haseloff gemeinsam? Also außer, dass sie Politik machen alle. Sie haben gemeinsam, dass sie ganz oder zum Teil aus sozialen Netzwerken ausgestiegen sind. Saskia Esken schrieb dazu unter anderem in ihrer Erklärung, die Emanzipation der Menschen voranbringen, sie auf Augenhöhe vernetzen und ihr Zusammenwirken demokratisieren. Das waren die Ziele in den Anfängen des Netzes. 30 Jahre nach dem Start des World Wide Web müssen wir feststellen, dass die gesellschaftspolitischen Ideen der Digitalität verloren gingen. Die basisdemokratische Idee des Netzes ist schwer beschädigt. Das ist sie. Aufgrund von digitaler Gewalt, Hass, Hetze in den sozialen Medien ist bereits angesprochen worden, von Einzelnen, aber auch aufgrund orchestrierter Hasskampagnen und aufgrund von Desinformation. Nichts davon wurde durch das Internet erfunden oder in die Welt gebracht. Aber das Internet und die sozialen Medien haben die Wirkung eines Brandbeschleunigers, wenn es aus antidemokratischen und menschenverachtenden Motiven heraus genutzt wird. Das fordert uns. Der Brandbeschleuniger hat inzwischen demokratiegefährdende Ausmaße angenommen und wir müssen ein Brandschutzkonzept aufbauen, beziehungsweise, es ist ja auch schon begonnen, ausbauen. Die Anfänge sind gemacht, aber wir müssen deutlich größere Anstrengungen unternehmen und dafür sorgen, dass das Potenzial von Internet und sozialen Medien im Sinne der Demokratie auch wirklich durchgesetzt wird. Um das zu tun, lag es nahe, hier in Oldenburg sich zusammenzutun, und ich danke sehr Frau Schneidewind und Herrn Gögel, dass sie das auch so gesehen haben, sich zusammenzutun und ein bisschen größer zu werden, als wir es schaffen, wenn wir jeder einzeln für uns immer so seine Angebote macht. Also war die Idee irgendwann geboren, zu sagen, wir gehen jetzt mal größer auch raus und versuchen, breitere Teile der Stadtbevölkerung zu erreichen und machen gemeinsam eine Kampagne. O1 steht dabei für die Stärkung von Medienkompetenz. Die Volkshochschule steht unter anderem für Erwachsenenbildung und politische Bildung. Und der Präventionsrat steht für die Entwicklung von Medienkompetenz auch, aber auch für die und insbesondere für die Prävention von Gewalt, also auch digitaler Gewalt. Der Arbeitstitel war schnell gefunden, er ist schon benannt worden heute. Kampagne Oldenburger Weg für Demokratie und eine resiliente Gesellschaft, eine widerstandsfähige Gesellschaft. Es muss nicht weiter erklärt werden, das ist, glaube ich, für alle nachvollziehbar. Aber irgendwann dachten wir, naja, ist gut, sagt, was wir wollen, sagt, wo wir hinwollen, ist aber zu lang, redet ja kein Mensch drüber, ist ja irgendwie einen Tag später wieder weg. Und Presse wird es vielleicht auch ungern schreiben, ist einfach viel zu lang. Also haben wir das gemacht, was wir, was üblich ist bei einer Kampagne auch, dass man am Anfang sagt, gut, wir müssen das richtige Wording haben, die richtigen Worte finden, damit auch viel drüber gesprochen wird. Und das ist nämlich unser Wunsch an Sie alle, die Sie heute Abend hier sind, dass Sie die Kampagne auch sozusagen weitererzählen, darüber sprechen. Und das können Sie dann auch tun mit Solidarisch im Netz. Da sind wir gelandet nach der Zusammenarbeit mit der Agentur, die uns auch das entwickelt hat, was ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstelle, nämlich die Bausteine der Kampagne.
Aber bevor ich auf die Baustände komme, noch einmal ganz kurz was zu den Zielen auch. Laufzeit, die wir haben, ist bis Ende 2024. Das ist die Zeit, die wir uns jetzt erstmal gesetzt haben. Natürlich werden wir danach nicht aufhören, zum Thema zu arbeiten, aber in diesem Rahmen haben wir uns jetzt diesen Zeitraum genommen. Dass wir das Ganze umsetzen können, hat auch damit zu tun, dass der Landespräventionsrat das unterstützt. Und wir haben als Ziele uns gesetzt, neben der Aufklärung und Information vor allen Dingen auch Solidarität zu erhöhen und einfach deutlich zu machen, wie wichtig es ist, den Betroffenen von Hass und Hetze im Netz Solidarität auch zukommen zu lassen, sich solidarisch zu zeigen, weil es einfach eine Thematik ist, wo man nicht mehr als Einzelperson mit zurechtkommen kann oder zurechtkommen sollte. Insbesondere, wenn es um Mandatsträger und Trägerinnen geht, da komme ich nochmal drauf zurück. Drittes Ziel ist, dass wir den schon benannten Oldenburg-Kodex miteinander erarbeiten. Das heißt, wir möchten Sie bitten und weitere Bürger und Bürgerinnen der Stadt bitten, im Laufe der Zeit uns immer wieder auch Rückmeldungen zu geben, immer wieder auch Fragen zu beantworten, die wir stellen werden. Weil der erste Baustein, wir machen natürlich Veranstaltungen, Sie sehen schon, das ist jetzt nicht auf Mitlesen angelegt. Das ist jetzt so angelegt, dass Sie es nicht lesen können, war nicht wirklich Absicht, ist aber so passiert. Also Sie müssen es per Zuhören verfolgen. Wir werden Angebote machen, immer wieder für die breite Öffentlichkeit, immer wieder aber auch für einzelne Zielgruppen, die wir dann ganz gezielt ansprechen. Es wird uns darum gehen, dass wir unterschiedliche Altersgruppen erreichen, einfach verschiedene Perspektiven auch aufnehmen im Erleben von Hass und Hetze im Netz und von Desinformation. Und es wird uns auch darum gehen, Mandatsträger und Mandatsträgerinnen insbesondere anzusprechen und auch da Angebote zu machen. Sie haben alle auf Ihrem Stuhl einen Zettel schon gehabt, den Sie bitte gerne mitnehmen, gerne auch weitergeben können. Da sind die Veranstaltungen drauf, die wir jetzt schon geplant haben. Also wir werden den gesamten Zeitraum über immer wieder Angebote machen, aber so die nächsten Termine stehen. Da ist zum Beispiel, ich nenne nur diesen einen, weil den Rest können Sie dann auf dem Zettel sehen, nächste Woche Donnerstag, glaube ich, Make Facts Great Again. Also es liegt uns unglaublich viel daran, dass wir Fakten wieder ernster nehmen, wieder mehr zur Kenntnis nehmen. Und in dem Online-Vortrag, also vieles werden wir Ihnen online anbieten, damit einfach mehr Möglichkeiten bestehen, auch tatsächlich sich das anzuhören, wird es um Verschwörungserzählungen gehen. Also wie funktioniert es eigentlich? Warum gibt es gar nicht so wenige Menschen, die da auf Sachen reinfallen? Und der Referent wird vom Goldenen Aluhut, das ist ein Verein in Berlin, kommen, beziehungsweise online das dann machen. Das ist jetzt die nächste Veranstaltung. Weitere finden Sie auf dem Zettel, aber auch natürlich auf unseren anderen Informationskanälen. Wir machen Sachen zu typischen kommunikativen Mustern rechtsextremistischer Parolen. Wir werden immer wieder bei den Veranstaltungen auch darauf achten, dass neben dem Informationsgehalt, den es gibt, immer wieder auch ermutigend deutlich gemacht wird, wie wir alle uns denn dazu verhalten können. Das heißt, zweites Ziel, Solidarität. Wir haben beispielsweise im Angebot ein sogenanntes Lovestorm-Training. Jedem Shitstorm ein Lovestorm. So ein Ziel hätten wir uns auch setzen können. Das gibt es durchaus. Das ist keine Sache, die wir jetzt erst ausprobieren werden, sondern tatsächlich gibt es mit Lovestorm, so heißt auch der Verein, der das macht. Die haben sich schon relativ früh gegründet und haben gesagt, naja, wir können die Leute ja wirklich nicht allein lassen, die von Shitstorm betroffen sind. Wir kommen zu mehreren dazu und setzen unseren Lovestorm dagegen. Da gibt es gute, gelungene Beispiele. Jetzt müssen wir in Oldenburg dafür Sorge tragen, dass es A, bekannt wird und B, zueinander findet, die Betroffenen und diejenigen, die sich an der Stelle engagieren. Und das ist das, was wir vorhaben. Da werden wir Ihnen Trainings anbieten, wo man sich tatsächlich selber auch ausprobieren kann in verschiedenen Rollen, wie man denn so einen Lovestorm betreiben kann. Das macht richtig Spaß. Solidarität mit Mandatsträgerinnen hatte ich schon benannt, möchte ich gerne hier nochmal benennen. Da haben wir
ganz spezielle Angebote, wo wir einfach alle nochmal anschreiben werden, einladen werden und hoffen, dass wir auch da zueinander kommen und sagen, kann nicht sein, bis man wartet, bis der erste Rücktritt passiert ist oder jemand also sein Mandat nicht wieder wahrnehmen will, weil man sich diesem Hass und dieser Hetze nicht mehr weiter aussetzen will. Beispiele haben wir sehr wohl, inzwischen einige, auch in Niedersachsen, in Oldenburg, Gott sei Dank meines Wissens nach noch nicht. Und wir wollen einfach daran arbeiten, dass es auch nicht passieren wird. Ja, und schließlich der Kodex. Wir verstehen das so, dass wir Demokratie stärken damit, dass wir diese Themen in die Breite tragen, dass wir diese Fragen diskutieren, die uns da stellen und dass wir das am Ende des Zeitraums dann auch nochmal für alle publizieren werden. Baustein 2 ist unsere Webseite, da finden Sie unabhängig von Veranstaltungen natürlich immer alle Informationen, aber auch die Möglichkeit unter dem Reiter Ich mache mit, sich einzubringen. Ich kann das jetzt hier nicht aufrufen, das können Sie später einfach mal selber ausprobieren. Unter Ich mache mit sind schon erste Fragen eingestellt. Gerne vielleicht, wir haben ein längeres Wochenende vor uns, gerne schon mal ausprobieren, was Ihnen da zu den Fragen einfällt. Die werden mehr werden im Laufe der Zeit, also nicht wundern, die Webseite ist noch im Aufbau. Wir haben es jetzt zu heute mit ein paar Fragen nur schon mal geschafft, den Einstieg zu machen, das werden mehr werden. Und Sie können uns selbstverständlich auch eigene Fragen oder Themen, von denen Sie denken, die tauchen ja gar nicht auf bei uns, gerne senden und das bauen wir dann ein. Es gibt Postkarten, die hatten Sie auch auf Ihrem Stuhl. Diese Postkarten haben natürlich die Funktion auch, dass Sie uns darüber was mitteilen, aber ich glaube, diese Funktion wird wahrscheinlich in heutiger Zeit eher weniger genutzt werden. Sie soll vorrangig so ein Anlass sein, Gesprächsanlass. Also nehmen Sie die gerne mit, verteilen Sie die, zum Beispiel in der Familie, unter Arbeitskollegen und Kolleginnen, gerne auch im Stammcafé oder in der Stammkneipe einfach auslegen und mit Menschen ins Gespräch kommen, weil das ist es, um was es uns geht. Je mehr wir drüber sprechen, desto besser finden wir dann auch an den Stellen wichtige und relevante Antworten. Und diese Resilienz, von der wir hoffen, dass wir sie hinbekommen mit Ihnen gemeinsam, kann dann gut wachsen, wenn wir darüber sprechen. Also einfach die Postkarte mitnehmen, hinten auf dem Tisch, da bei den Büchern, wo Sie die Sie da nachher finden werden, können Sie die einfach mitnehmen. Es gibt natürlich, wie bei jeder Kampagne heutzutage, die ganzen Social-Media-Auftritte, die Sie mit Sicherheit schon kennen, die meisten davon, da gerne auch vorbeigehen, Informationen abholen, vor allen Dingen aber sozusagen unterstützen, indem Sie vielleicht Posts einfach bestätigen oder liken, teilen und wie es alles heißt, Reichweite. Es geht uns um Reichweite. Wir möchten ganz gerne sehr viele Menschen erreichen. Und im Übrigen an dieser Stelle, wir sind ja jetzt hier im Digitalen unterwegs, wenn wir von Oldenburg und Umzu sprechen, das kann natürlich auch bis Australien gehen. Also Umzu im Digitalen geht ein bisschen weiter. Wir sehen das nicht so eng, dass Nicht-Oldenburger oder Oldenburgerinnen nicht mitmachen dürfen. Also Sie können das wirklich gerne auch weiterschicken. Und wir werden nicht am Ende des Tages schauen, ups, wo kommt denn der einzelne Beitrag her? Also Oldenburg Umzu hat im Digitalen durchaus einen größeren Spielraum. Und last aber not least, Baustein 5, wir werden Podcasts herstellen. Da haben wir bei O1 jemanden, der sich darum kümmert, dass die Podcasts entstehen. Es gibt so einen Einsteiger-Podcast schon und es gibt auch schon einen von jungen Menschen, also das, was Sie hier unter Netzwerkstattgespräch finden, dahinter verbergen sich junge Menschen, die Themen, die wir bearbeiten werden im Laufe der Zeit in den ganzen Veranstaltungen, ihrerseits auch behandeln und die jetzt schon sozusagen eingestiegen sind mit dem ersten Podcast. Das können Sie sich gerne bei Spotify einfach abonnieren. Eine der Betroffenen von Hassrede ist Safsan Schäbli, ehemalige Staatssekretärin in Berlin, SPD-Mitglied. In ihrem Buch Laut zeigt sie, dass Hass im Internet echte Gewalt ist und begründet, warum sie nicht aus den sozialen Medien ausgestiegen ist, also eine andere Entscheidung getroffen hat als die eingangs genannten Politiker und Politikerinnen.
Ihr ist es wichtig, laut zu bleiben, und mit laut meint sie, sichtbar zu bleiben. Sie möchte nicht sprachlos werden, sie möchte sich nicht mundtot machen lassen. Sie hält fest an der Idee, dass soziale Medien anders genutzt werden können, und fragt uns: Schaffen wir es als Gesellschaft, dem Hass im Netz Einhalt zu gebieten, indem wir lauter und sichtbarer werden? Lauter und sichtbarer werden als die, die uns den Hass und die Hetze servieren? Wir möchten Sie ganz, ganz herzlich einladen, genau das zu tun. Lassen Sie uns lauter und sichtbarer werden. Wir müssen jetzt nicht alle TikTok erobern. Ich glaube, wir sind hier nicht so viele TikTokerinnen heute hier im Raum. Aber wir haben alle inzwischen unsere sozialen Medien oder sind auf den verschiedenen Plattformen unterwegs. Und ich glaube, für jeden und jede von uns bietet sich da eine Gelegenheit. Darüber hinaus, neben dem, was wir selbst tun können und sollten, um lauter und sichtbarer zu sein und Demokratie zu stärken, darüber hinaus sollten wir Politikern und Politikerinnen einiges abverlangen. Wir brauchen mehr Medienkompetenz in allen Altersgruppen. Wir brauchen in verschiedenen Bereichen mehr Ressourcen, um diese Angebote auch wirklich auf breite Beine zu stellen. Wir brauchen mehr Regulierungen von Social-Media-Plattformen, die in die Pflicht genommen werden müssen. Polizei und Justiz müssen in die Lage versetzt werden, digitale Gewalt zu sanktionieren. Prävention und politische Bildung müssen gestärkt werden. Ich bin sicher, dass wir miteinander die Liste verlängern könnten. Und ich habe jetzt auch nicht differenziert zwischen kommunaler, Landes- und Bundesebene. Ich wollte damit nur sagen, natürlich haben Politiker und Politikerinnen noch eine ganze Menge zu tun an der Stelle. Was wir zu tun haben, ist, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass Politiker und Politikerinnen auch ihren Job machen können. Dass sie ihn machen können und dass sie ihn machen wollen und dass sie nicht aussteigen wollen, weil sie Shitstorms und diese ganzen Dinge nicht mehr ertragen können. Das ist unsere Aufgabe. Also tragen wir dazu bei, dass sie ihre Arbeit machen können. Ich schlage vor, dass wir uns von Safsan Schäbli provozieren lassen. Sie hat in ihrem Buch laut geschrieben, unter anderem, Zitat: Mehr als Morddrohungen fürchte ich jene, die wissen und schweigen. Jene, die sich zurückziehen. Sie befeuern das Zerrbild unserer Gesellschaft. Wir brauchen demokratische Stimmen, die sich einmischen, die Stellung beziehen und sich im Angesicht von digitaler Gewalt mit Opfern solidarisieren. Ja, in diesem Sinne sind Sie ganz, ganz herzlich eingeladen, und ich denke, dass wir nach dem Vortrag von Herrn Scherer ganz viel nochmal an Impuls haben und Anlass, uns darauf zu verständigen, was es zu tun gibt. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, da ist das Buch schon eingeblendet von Herrn Scherer, worum es gleich gehen wird. Ich will ihn gleich noch ein bisschen vorstellen. Zunächst möchte ich noch mal ein Stichwort aufnehmen, was Frau Averbeck vorhin gesagt hat, weltweite Vernetzung. Ich hatte vergessen, vorhin zu erwähnen, dass O1 uns heute im Livestream überträgt, sodass wir auch sozusagen im Netz stattfinden. Und für diejenigen, die sozusagen am Bildschirm dabei sind, wenn Sie jetzt etwas Rauschen im Hintergrund hören, in Oldenburg regnet es gerade sehr stark. Und dadurch, dass wir zwei Plexiglaskuppeln im Dach haben, überträgt sich das dann manchmal auf die Innenakustik. Nun, liebe Gäste, kommen wir jetzt zum Vortrag von Klaus Scherer. Kugel ins Hirn, Lügen, Hass und Hetze im Netz bedrohen die Gesellschaft. Das ist auch der Titel seines gleichnamigen Buches, ist da abgebildet. Leider Gottes entspringt der Anfang dieses Titels nicht seiner Fantasie, sondern ist ein reales Zitat. Dazu wird er nachher sicherlich auch einiges sagen. Klaus Scherer selbst hat eine vielfältige journalistische Vita in der Bandbreite von Reisereportagen bis zu täglicher politischer Berichterstattung. Heute ist er Sonderreporter im neuen Team Story des NDR. Zuvor arbeitete er für das Politmagazin Panorama und berichtete als ARD-Korrespondent aus Tokio und Washington. Er ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis, was mich besonders freut, weil es ist eine Erfindung der Volkshochschulen,
wissen nicht so viele Leute, aber wurde jetzt gerade wieder vergeben kürzlich, und dem Hollywood Independence Documentary Award. Also seine Arbeit fand vielfach Anerkennung. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher, darunter Spiegel-Bestseller Nagasaki und Wahnsinn Amerika. Heute spricht er über sein aktuelles Buch, nicht nur über das Buch, sondern die Erlebnisse bei der Recherche und die Erkenntnisse für den Erhalt einer demokratischen und offenen Gesellschaft. Wir, die Projektpartner, die vorhin auch schon vielfach erwähnt wurden, haben sich im vergangenen November sehr gefreut, dass sie sofort auf unsere Einladung reagiert haben und auch denn sofort zugesagt haben, weil der Titel und der Inhalt ihres Buches sehr deutlich die Herausforderung und Zielsetzung unseres Projektes beschreiben. Aus dem Vorwort möchte ich dafür einige Fakten zitieren. Klaus Scherer benennt eine europaweite Umfrage, die ermittelt hat, dass 90% der jungen Erwachsenen schon einmal Hass und Hetze im Internet erfahren haben und jeder zweite davon auch schon einmal davon betroffen war. Er stellt fest, dass die Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger sich seit 2017 auf 4.500 Taten verdreifacht haben. Und wir selbst, die, ich sag mal, mehr oder minder täglich Medien erleben und auch bewusst wahrnehmen, hören und sehen von Fackelaufmärschen und gezielten Versammlungen vor Privatwohnungen von zum Beispiel Bürgermeistern. Gehört das alles zur Meinungs- und Versammlungsfreiheit? Wo und wann setzen wir als Gesellschaft Grenzen und bekennen uns zu den Werten, die das Fundament unserer Gesellschaft sind? Mit Ihrem Buch, Herr Scherer, führen Sie uns in eine Realität, die wir meinen zu kennen, aber nach meiner persönlichen Meinung noch nicht wissen, ob wir dieser Herausforderung gewachsen sind. Zum Schluss Ihres Vorwortes schreiben Sie: Wir könnten die bestinformierte Gesellschaft der Geschichte sein und scheinen zugleich anfälliger für Lug und Trug denn je. Lieber Herr Scherer, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag und die anschließende Diskussion. Bitte. Ja, vielen Dank, liebe Gastgeberinnen und Gastgeber, liebe Vorrednerinnen und Vorredner, vielen Dank, liebe Gäste, dass ich hier sein darf. Ich bin gerne hier. Schön, dass es aufhört zu regnen. Kugel ins Hirn ist in der Tat ein Zitat, das authentisch ist, und obwohl es sehr sperrig und sehr düster klingt, gerade für ein Buch, haben wir uns trotzdem, ich und der Verlag, dafür entschieden, das beizubehalten. Es stammt aus einem Post eines Facebook-Users, der einen Arzt und Landtagsabgeordneten, der damals in der Impfdebatte sich für Impfungen ausgesprochen hat, entgegengetreten ist, in dem das Zitat lautete: Dem Arzt und Politiker, dem eine Kugel ins Hirn, vielleicht hilft's ja. Ist ein bisschen nervig hier, ne? Das ist jetzt knapp 2 Jahre her. Und das war am Anfang einer Deutschlandreise, die ich mit der Justiz durch Niedersachsen, Sachsen und Rheinland-Pfalz gemacht habe. Der Autor dieser Zeile, dem eine Kugel ins Hirn, wurde 2-mal von einer Richterin freigesprochen, nach dem Motto, der hat es nicht so gemeint. Der wollte den nur verbal wachrütteln. Ja? Damit fing die Recherche an, und in den 2 Jahren hat sich einiges getan, was ich zuerst in der ARD-Doku und dann in einem Film, der das noch weiter begleitet hat, abbilde.
nicht mit dem Ziel, jetzt noch mehr zu alarmieren, das machen schon viele, sondern auch um eine Perspektive zu geben, an der Seite von Strafverfolgern eben damit umzugehen. Ich wollte mal raus aus dieser Lamoyanz, denn es gibt ja Erfolge. Ich beginne mit einem anderen Fall in einem anderen Ort. Wir haben den Vorteil, dass wir auch Bilder dabei haben, weil es ja, wie gesagt, ein Film war, den auch ein Kamerateam gedreht hat, mit einem anderen Zitat. Wir sind in Chemnitz in Sachsen. Es ist früh, finster und still, eine Wohnstraße im Stadtgebiet Chemnitz. Vor mannshohen Hecken, die den Eingang eines mehrstöckigen Mietshauses säumen, haben Zivilfahrzeuge des Landeskriminalamts angehalten. Die 6 LKA-Beamten beziehen auf dem Gehweg Position, tauschen Blicke aus, alle sind einsatzbereit. Im Revier hatte das Polizeiteam kurz den Einsatzplan besprochen. Dann war es mit Dienstwaffen, schwarzen Taschen für die zu sichernden Beweismittel durch die Nacht zur Zieladresse aufgebrochen. Punkt 6 Uhr, Uhrenvergleich. Hellblaue Plastikhandschuhe überstreifen, Durchsuchungsbeschluss des Ermittlungsrichters griffbereit halten, alles Routine. Die Papiere zitieren den Online-Eintrag, der das Verfahren ausgelöst hatte. Quelle, wieder Facebook, Vermerk, Orthographie übernommen. Zitat, unsere Kanzlerin steht da, es war noch zu Merkels Zeiten, diese würde ich, wie es zu alten Zeiten, wo unser Führer noch lebte, ins KZ stecken. Auf den zweireich angeordneten Klingelschildern links neben der Eingangstür leuchtet die kleine Taschenlampe des Einsatzleiters auf ein Dutzend Namen. Er drückt unten links. Ja, die Mieterin klingt verschlafen. Guten Morgen, die Kriminalpolizei, wir müssten mal ins Haus, erklärt der Beamte mit sanfter Stimme und schiebt gleich nach. Wir wollen nicht zu Ihnen. Wir sind also an der Seite dieser Ermittler. Ja, ich höre es ja leider. Was können wir machen? Ich biege das noch ein bisschen weg, jetzt ist es besser, ne? Nicht wirklich? Umschalten auf die... Ja? Das ist also eine Frage an die Technik. Ja? Oder wir sind ja nicht so viele. Okay, danke schön, danke für den Hinweis. Wir sind da auf Seiten der Ermittler mit der Kamera. Wir können also das miterleben. Wir sind also in Chemnitz an der Seite von Ermittlern. Morgens um 6. Ja, guten Morgen. Die Kriminalpolizei liest mal ins Haus, aber nicht zu Ihnen. Wir haben zugesagt, dass niemand erkannt wird, einschließlich des Tatverdächtigen. Mein Name ist vom Landeskriminalamt. Wir setzen heute einen Beschluss um. Das ist ein Durchsuchungsbeschluss. Können wir uns irgendwo hinsetzen, dass wir kurz darüber sprechen können? Er darf sich jetzt äußern und er hatte, wie gesagt, dieses Zitat geschrieben und verbreitet. Er würde, wenn er was zu sagen hätte, die Kanzlerin ins KZ stecken, so wie zu Zeiten, wo der Führer noch lebte. Die deutsche Richterschaft hat dieses Wörtchen, er würde, also das Wort würde, kleingeschrieben, lange sehr wichtig genommen und argumentiert, naja, das war ja nur ein Konjunktiv. Der hat das ja nicht wirklich vor, der hat ja nur gesagt, wenn, aber ist ja nicht. Ja. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Attila Hildmann, den Chefquerdenker, der auch immer sagte, ja, wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich das und das tun, aber ich bin es ja nicht. Damit kam er lange durch. Das hat sich in den 2 Jahren auch gedreht. Wir werden weitere Beispiele kriegen. Dahingehend, dass auch Gerichte am Ende, nicht nur Strafverfolger, sondern Gerichte sagen, ja, es reicht ja, wenn ein Dritter das trotzdem wörtlich nimmt und es als Tataufforderung versteht. Einer dieser
diese Entwicklung aus der Zeit. Das Amtsgericht Chemnitz, hier ist der Beschuldigte später im Keller, als die Durchsuchung dann in seinen Kellerräumen weiterging. Das hat den Durchsuchungsbeschluss gebilligt nach § 130 Strafgesetzbuch wegen Volksverhetzung. Das ist eine der Wendungen in diesem Jahr. Der junge Mann hatte kurz darauf einen Anwalt, der uns gegenüber oder mir gegenüber sagte, ja, der kannte mich wahrscheinlich als Strafrechtler in Chemnitz und daher hat er sich an mich gewandt, das mag so sein. Das ist der Anwalt, der heißt Martin Kohlmann. Martin Kohlmann ist Chef der örtlichen Kleinpartei Freie Sachsen, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem führt, ihn im Übrigen auch. Es ist wahrscheinlicher, dass der Beschuldigte ihn nicht als Anwalt kennt, sondern eher als politischen Aktivisten. Hier ist Kohlmann bei einem Auftritt aus dem Jahr 2018. Damals ging die Schlagzeile von Hetzjagden gegen Migranten und das, was die Menschen vor Ort für Migranten hielten, rum. Da sprach Kohlmann vor einer Schar und sagte, diese Hatz auf Fremdaussehende, das war keine Selbstjustiz, wie damals der Vorwurf gegen sie war, das sei Selbstverteidigung gewesen. Wir haben Kohlmann in seinen, mit diesem Zitat auch dann in der Tasche um ein Interview gebeten. Seine Kanzlei hat zugesagt. Das verlief dann auch sehr sportlich, aber dafür sind wir da. Ich komme gegen Ende des Vortrags darauf zurück. Wir Journalisten nennen das Cliffhanger. Wir bleiben zunächst in Sachsen, aber wir machen in Dresden weiter, wo wir die Reise begonnen hatten mit einem Fall, den wir von der dortigen Justiz bekommen hatten. Den haben wir den Vielschreiber genannt. Das ist der, oder war da zumindest der Rekordhalter der Generalstaatsanwaltschaft, der die inoffizielle Höchstmarke hielt. Der hat nämlich alleine bis zum Strafbefehl 2 komplette Leitsordner mit mutmaßlich strafbaren Zitaten gefüllt, die Ermittler gesammelt und abgeheftet haben. Der hat zu allen Tages- und Nachtzeitungen an seinem Laptop gesessen und solche Kommentare abgeschossen. Sein öffentliches Profilfoto, also man konnte das mitlesen, solange es zugänglich war, zeigt ihn am Arbeitsplatz. Man müsste meinen, integrierter kann man in diesem Land eigentlich nicht sein. Also mit Gartenzwerg und Hund und Kaffeebecher, Wohnzimmer, Waldbach und vor sich eben Laptop und Fernseher. So haben ihn dann die Ermittler bei der Durchsuchung dann auch angetroffen. Er war unterwegs überwiegend in Chatgruppen, in denen sich solche Kommentare dann hochschaukeln. Chatgruppen mit dem Namen Unser Deutschland patriotisch und frei beispielsweise, sei schlau, wähle blau, AfD wirkt oder deutsche Freunde Wladimir Putins. Das ist ein Foto aus den Ermittlungsakten. Das war sozusagen sein Arbeitsplatz. Und zu den Zitaten, die ihm dann vorgeworfen wurden für den ersten Strafbefehl, zählten ein Zitat, womit der hessische Landespolitiker oder Bezirkspolitiker Walter Lübcke gemeint war, zu dessen Lebzeiten, Zitat, erschlagen den Verbrecher, also eine handfeste Aufforderung zu einer Straftat. Das BKA fand dieses Zitat bei einem Aktionstag gegen Hass im Netz, die wurden damals noch jährlich durchgeführt, mittlerweile sind sie öfter oder auch sind sie in Routine übergegangen. Die örtliche Staatsanwaltschaft hat das dann übernommen und diese 300 strafrechtlich relevante Posts gefunden. Der Beschuldigte hat dann, nachdem die Staatsanwaltschaft ihn damit konfrontiert hat und er Stellung nehmen sollte, sich hingesetzt und hat einen handschriftlichen Reuebrief geschrieben an die Ermittler, an die Staatsanwältin. Darin schreibt er, er sei erschrocken über sich selbst. Ich bin schockiert darüber, was ich für einen Scheiß verzapft habe. Ich habe mich wohl mit zu vielen falschen Gruppen im Netz reinsteigern lassen.
Ich will nichts schönreden und auch keinen Anwalt mit meiner Blödheit belasten. So, das schickt er an die Staatsanwaltin, die sagt, ja, kommt nicht so oft vor und mag sein, dass er ein bisschen das Strafmaß drücken sollte, sie sagt aber trotzdem, das mag so sein, also dass jemand dann selber mal einen Schritt zurücktritt und merkt, was er da alles so von sich gegeben hat und wie es kam. Er hat dann 130 Tagessätze bekommen, Tagessätze hängen davon ab, wie viel Einkommen jemand pro Tag hat, also wer mehr hat, wird sozusagen zu höherer Strafe bestraft als jemand, der weniger hat, dass es für alle gleich wehtut. Die hat er auch bezahlt und wir haben gedacht, naja, wenn er jetzt so reumütig ist, vielleicht sagt er uns ja mal, wie es dazu kam und hält andere davon ab. Wir haben dann über die Staatsanwältin ihm eine Nachricht zukommen lassen, ob er bereit ist dafür. Wir werden das alles anonym aufzeichnen. Wir haben in dem ganzen Film keine Gesichter gezeigt, auch nicht, wo wir sie hätten zeigen dürfen, weil es nicht um die Einzelnen ging, sondern um das Phänomen des Tätertyps. Was gibt es? Er hat dann nicht geantwortet und da er öffentlich gepostet hat und die Staatsanwaltschaft herausfinden kann, wer das ist und wo das ist, konnten wir es auch. Und dann haben wir immer gesagt, gut, dann fragen wir halt mal nach, vielleicht geht es dann besser. Na, hol mal Herrchen. Ja, du bist ein Guter. Hallo, ich grüße Sie. Scherer ist mein Name, ich bin vom NDR. Ich hatte Ihnen mal eine Nachricht zukommen lassen und ich wollte wissen, ob Sie mir noch antworten. Nicht mehr? Darf ich fragen, warum? Bitte? Er hat nur den Hund gerufen. Das war's. Danke. Wir haben es nicht erfahren, wir haben ihn dann in Ruhe gelassen, jeder, also keiner muss mit uns reden. Das war aber auch erst der Anfang der Reise. Wir haben von der Staatsanwältin dann noch mehr Beispiele einsehen können. Das ist die junge Kollegin, sitzt auf einer neuen Stelle, eine Folge dieses Gesetzes, was Sie zitiert haben vorhin, neue Schwerpunktstaatsanwaltschaften gegen Internetkriminalität und Hass und Hetze im Internet. Nicole Geisler heißt sie, sie ist ausgesprochen erfolgreich, sie sitzt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Das ist ein Effekt. Ein anderer Effekt ist, dass auch Medien entweder freiwillig oder in Verpflichtung, das Gesetz ist da noch nicht ganz am Ende und es ist auch nicht klar, ob das als Verpflichtung Bestand hat, Medien müssten dann auch melden, nicht nur löschen, sondern melden an die Justiziare, an die Strafverfolger, solche Kommentare, die sie für strafwürdig halten. Eins ist zum Beispiel gekommen von dem Medium Tag 24, Nachrichtenportal online. Zitat war, nur ein toter Ausländer ist ein guter Ausländer, eindeutig Hass gegen Minderheiten, Volksverhetzung. Das ist dann auch zur Anzeige gebracht worden, gab einen Strafbefehl. Anderes Beispiel, die Judenverfolgung war, glaube ich, fast ein Scheißdreck gegen die momentane Corona-Leugner-Hetze. Man möchte im Strahl kotzen, schrieb eine Frau aus Bautzen, Mitte 40. Übrigens, die Beamten müssen das so dokumentieren in den Akten, einschließlich der Schreibfehler, das sind Originaldokumente und Originalzitate. Die meisten schalten dann im Revier die Autokorrektur ab, sonst wären sie nochmal wahnsinnig, wenn sie das dann zu Ende schreiben müssen, weil der Computer das natürlich immer wieder korrigieren möchte. Diese Frau hat dann auf den Tatvorwurf hin, anders als der Reuebriefschreiber, ein Anwalt beauftragt und der Anwalt sagte, ja, das mag so da gestanden haben, aber das war ein Familienhandy. Weisen Sie mal nach, dass meine Mandantin das war, ne, dass die das geschrieben und verbreitet hat. Das ist sehr, sehr beliebt in Anwaltskreisen, weil in der Tat die Staatsanwaltschaften dann nachweisen müssen, wer das war. Und viele Verfahren wurden und werden auch noch immer dann eingestellt, weil Personal fehlt, weil es zu aufwendig ist, unverhältnismäßig. Die Staatsanwältin in Sachsen hat gesagt, gut,
wollen wir mal sehen, ob das ein Familienhandy war oder nicht, beantragen eine Hausdurchsuchung. Landgericht Aue hat gesagt, ja, machen wir. Es gab eine Hausdurchsuchung und siehe da, es war kein Familienhandy. Sie haben es ausgelesen und auch dieser Strafbefehl wurde trotz Beschwerde des Anwalts vollstreckt und bezahlt. Nächste Staatsanwältin, jetzt kommen wir nach Niedersachsen, Frau Meininghaus sitzt in Göttingen, auch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, gegen Hass im Netz, auch eine neue. Sie macht sich hier auf den Weg nach Bersenbrück. Kleines Amtsgericht und in diesem Amtsgericht ist dieser Fall auf den Weg gekommen, der dem Buch den Namen gab und der auch sehr wegweisend war in diesen 2 Jahren. Ich hatte das nicht vor, aber es hat sich dann dramaturgisch günstig so entwickelt. Es ging nämlich um die Frage, ist der Post dem eine Kugel ins Hirn strafbar oder nicht? Ist es eine Aufforderung zu einer Straftat oder eine Meinungsäußerung, die nicht strafbar ist? Das ist der Beschuldigte in Bersenbrück nach der öffentlichen Verhandlung. Der Fall hatte mit einem Strafbefehl begonnen, auf das Zitat hin, und er hätte mit einem Strafbefehl auch enden können. Aber das Amtsgericht in Bersenbrück lehnte den Strafbefehl ab und sagte, wie geschildert, der hat das in der Einlassung so erklärt, dass er den nur verbal wachrütteln wollte mit dem Zitat. Und, naja, ne, kann man mal so sagen. Sprich, sie haben den Strafbefehl abgelehnt. Staatsanwaltschaft in Göttingen hat sich beschwert beim Landgericht Braunschweig. Die Landgericht Braunschweig hat gesagt, ja, sehen wir ein. Der Fall wurde zurückverwiesen, sinnigerweise wieder nach Bersenbrück, wieder zur gleichen Amtsrichterin. Der Anwalt des Beschuldigten sagte dann, okay, wir sind mit einer Strafe einverstanden. Die Richterin hat ihn wieder freigesprochen. Mit der gleichen Argumentation. Die Staatsanwältin, wir sehen sie dann gleich, hat dann erstmal geschluckt und hat sich dann wieder beschwert in der nächsten Instanz. Das war dann am Landgericht Osnabrück. Wir haben dann in der Zwischenzeit, weil die Richterin ja zu laufenden Verfahren nichts sagt, aber es gibt einen Leiter des Amtsgerichtes, der ist auch Pressesprecher, den haben wir mal dann gefragt, wie das kam und haben die Fragen gestellt, die, wie ich fand, auch jeder Zuschauer stellen würde. Da geht die Staatsanwältin und wir sind dann mit. Auskünfte zum Prozesstag erteilt allein der Gerichtsdirektor. Wir fragen, warum die Forderung nach einer Kugel ins Hirn nicht strafbar ist. Weil es keine Forderung war, sagt er. Beide Male ist darauf abgestellt worden, wie dieser Post auszulegen ist. Der Angeklagte hat sich in der mündlichen Hauptverhandlung dahingehend eingelassen, dass er damit den Adressaten wachrütteln wollte. Wenn ich sage, dem eine Kugel ins Hirn. Ich meine, wie deutlich muss ich werden? Wir hatten Kopfschüsse, Lübcke. Ist das wirklich zeitgemäß zu sagen, ja, kann auch eine Meinungsäußerung im Sinne von Wachrütteln gewesen sein? Ich möchte noch mal darauf hinweisen, es ist hier eine Auslegung erfolgt des Gerichtes nach intensiver Prüfung. Es gab diese Äußerung, die Sie gerade gesagt haben. Und da haben wir den Paragraphen 111 StGB und da ist ein Auffordern an Dritte erforderlich. Und dieses Auffordern bedeutet ein Verlangen. Und da braucht man auch bestimmte appellative Zusätze, wie zum Beispiel, ja, zum Beispiel, wer macht das, wer macht mit oder muss jetzt bald umgesetzt werden. Und das war in diesem Post nicht enthalten. Also ich müsste sagen, dem eine Kugel ins Hirn, möglichst nächste Woche, Freiwillige vor, dann wäre es strafbar. Das Gericht hat diesen konkreten Fall zur Aburteilung bearbeitet und hat sich dazu geäußert. Wie oft kommt es denn vor, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung auf eine Strafe plädieren und das Gericht spricht frei? Das kommt sicherlich nicht sehr häufig vor, aber es kommt vor. Es ist Ausdruck dessen, dass das Gericht und hier die Richterin völlig unabhängig ist, nicht an die Anträge von Staatsanwaltschaft oder Verteidigung gebunden ist. Ja, da hat er recht, aber Sie merken, wir sind an dem Tag keine Freunde mehr geworden. Auch die Staatsanwältin nicht. Sie hat sich dann beschwert, wie gesagt, beim Landgericht Osnabrück. Der Verteidiger des Beschuldigten hat in Osnabrück dann, anders als vorher, auf Freispruch plädiert, was den Richter dort wiederum sehr amüsiert hat.
Da sagte, Moment, zuletzt waren Sie doch mit einer Strafe einverstanden, wieso jetzt Freispruch? Er fand aber noch eigenartiger die Begründung des Gerichts in Bersenbrück, dass es nur um verbales Wachrütteln gegangen sei. Und um das zu korrigieren, genügte ihm im Grunde ein cooler Satz in seiner Urteilsbegründung. Er sagte nämlich zu dem Beschuldigten hingewandt, mit einer Kugel im Hirn ist man nicht wach, sondern tot, meistens. Und ich würde sagen, das ist genau die Coolness, die im Umgang mit einem überhitzten Netz nötig ist. Das war auch der Grund, warum ich Staatsanwälte als Protagonisten ausgesucht habe, weil zu deren Jobbeschreibung gehört, dass es Beschuldigte gibt, die sich vielleicht nicht überzeugen lassen. Und trotzdem nehmen sie Maß am Strafrecht und am Tatbestand und dann kommt halt die Urteilsbegründung und dann ist es so. Er hatte in seinem Text dann auf Facebook noch weitergeschrieben, dem eine Kugel ins Hirn vielleicht hilft, das ja, soll sich sein Gift selber spritzen, der Honk. Das war unter einer Falschmeldung, wonach jener Politiker und Arzt angeblich dafür plädiert habe, dass die Polizei Eltern von, also die Kinder von Eltern unter Zwang wegnehmen dürfe, um sie dann zwangs zu impfen. Der Richter fragte dann, woher wissen Sie das denn mit? Wieso Giftspritzen eigentlich? Und nachdem der Täter schon reumütig sagte, das habe er alles nicht so gemeint, und sagte, wieso eigentlich Gift? Es war eine Impfung. Und dann sagt er, ja, ich informiere mich ja schon, so im Netz und so. Also der leuchtete dann immer aus, wie ernst meint er das mit seiner Reue und wie gefährdet ist er eigentlich, dass er sowas nochmal macht. Und kam dann zu dem Schluss, dass er auch nicht glaubwürdig ist. Der Vorsitzende der Staatsanwaltschaft oder der Chef der leitende Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt in Göttingen, ist jener Herr, Frank Michael Laue heißt er, und er versteht sich, wie Sie unschwer erkennen können, als eine Art Turm in der Brandung der digitalen Welt. Er sagte uns, ja, wir bringen heute verstärkt Delikte zur Anklage, die früher nicht angeklagt worden wären. Warum machen wir das? Weil es überhand nimmt und weil wir zeigen wollen, und wir wollen, dass die herausfinden, ob die Amtsgerichte mitziehen, weil wir viel zu lange auch als Strafverfolger sozusagen mitgemacht haben, vielleicht weggeguckt haben, als wäre das im Netz nicht eine wirkliche Tat. Und als wir dann gesehen haben, spätestens ab dem Fall Lübcke, dass diese Aufforderungen in der echten Welt echte Folgen haben, war klar, wir müssen im Netz präsenter sein und wir müssen das ernst nehmen, weil es sind Aufforderungen zu Straftaten, die andere ernst nehmen. Da reicht ja einer. Wir haben deswegen auch Zugang zu diesen Gesprächen und zu diesen Fällen bekommen. Normalerweise, wenn Sie als Reporter anfragen, kommt schnell die Antwort, laufende Verfahren, Chef sagt nein, geht nicht, Persönlichkeitsrechte, Sie können hier nicht einfach filmen. Es war aber irgendwann klar, wir haben selber Juristen, die drauf gucken, dass wir da keine Formfehler machen. Es geht uns nicht um Personen als solche, es geht uns um das Phänomen und es geht uns, wie der Staatsanwaltschaft, auch um Prävention. Und er sagte zum Beispiel, wer bekommt eine Hausdurchsuchung mit morgens um 6? Der Nachbar vielleicht. Wer bekommt einen Strafbefehl mit? Keiner. Dafür gibt es ja Strafbefehle, dass es nicht öffentlich wird. Wer bekommt eine Gerichtsverhandlung im Amtsgericht mit? Auch nicht mehr die ganze Welt. Möglicherweise ist das nur ein kleiner Artikel, wenn überhaupt. Deswegen, eine Dokumentation zur Hauptsendezeit hat vielleicht 1-2 Millionen Zuschauer, haben wir auch was davon. Die Leute sollen sehen, wir machen das, wir verfolgen das. Es ist nicht anonym und es hat Folgen, wenn sie Pech haben. Zweiter Vorwurf an die Justiz ist ja oft, naja, da kriegen sie jetzt die Kleinen, die hängt man und die Großen lässt man laufen. Die Kleinen, die applaudieren, die was teilen, die sich vielleicht mal in einem Satz verheddern, die kriegt man und die Hinterleute, die ein bisschen raffinierter sind, siehe der Anwalt in Chemnitz, die kriegt man nicht. Das ist nicht falsch, sagt er auch, gilt aber für alle Strafmilieus. Daher kommt ja dieser Satz zustande. Hier kommt aber noch was anderes dazu. Dieses Phänomen lebt von Followern.
von Teilern, von Applaudierern, die machen die Welle zur Welle, die machen den Shitstorm zum Shitstorm. Das sind die, die ihn einheizen, weil sie gedankenlos solche Sachen teilen, kommentieren und verbreiten. Ohne die wäre das eben dieses Phänomen nicht. Also in Amerika sagt man, a leader without followers is just someone taking a walk. Wer kein Gefolge hat, ist auch kein Leader. Wenn wir schon von Führern reden, das war in dieser Debatte eines dieser Motive, die Göttinger Staatsanwaltschaft dann auch dingfest gemacht hat, auch als erste, dieser Judenstern mit der Inschrift nicht geimpft, die Jagd auf Menschen kann nun wieder beginnen. Das haben Landgerichte oder Gerichte oft nicht als Straftat bewertet zu Anfang, weil sie gesagt haben, das ist keine Störung des öffentlichen Friedens. Hat sich gedreht, natürlich ist es eine Störung des öffentlichen Friedens. Sie verletzen natürlich auch damit die Würde der tatsächlich Verfolgten, wenn sie solche Parallelen ziehen. Es wird mittlerweile flächendeckend als Straftat verfolgt und auch geahndet. Zweites Beispiel, Nürnberger Prozesse, dank Photoshop Kriegsverbrecherprozesse mit damals aktuellen Politikerinnen und Politikern. Das ist zumindest eine Beleidigung, wenn nicht auch eine Verniedlichung der NS-Zeit, hat die Göttinger Staatsanwaltschaft auch erfolgreich angemahnt und Strafbefehle verteilt, die auch durchgesetzt wurden mit Billigung der Amtsgerichte. Nun können Sie das im Netz so verbreiten und kommentieren und teilen und gutheißen. Sie können das aber auch ohne diese Vorlagen, indem Sie beispielsweise bei der Tagesschau, zwei Häuser weiter von meinem Arbeitsplatz in Hamburg-Lockstedt, verbreiten. Es gibt eine Kollegin, diese hier, Frieda Kammerer heißt sie, die macht es jeden Tag, solche Sachen zu moderieren. Das nennt sich Community Management, so wie bei Coca-Cola auch. Sie pflegen ihre User und haben mit dem gleichen Phänomen zu tun wie YouTube, seit es YouTube gibt, dass halt auch Leute sich da Gehör verschaffen und diese Bühne betreten, die, ja, wir haben es gehört, laut sind, ausfallend sind, was machen sie mit denen? Wir haben mal einen halben Tag lang dabei zugeguckt, was Frau Kammerer da so zu lesen bekommt. Sie sagt, wir müssen da unterwegs sein, wo Leute unterwegs sind. Das sind dann eben auch die sozialen Netzwerke. Und wenn Sie Streams zum Beispiel auf YouTube und auf Facebook von Parlamentsdebatten streamen, also live übertragen, dann ist sozusagen die Kommentarspalte offen und das fühlt sich dann so an. Die Tätigkeit von Frieda Kammerer nennt sich Community Management. Wahnsinn, und wir sagten, Hitler war extrem, das würde ich jetzt löschen. Das entscheiden Sie allein in der Situation? Genau, das entscheidet dann der Redakteur, die Redakteurin, die gerade Dienst hat, alleine. Wir haben alle 3 Sekunden einen Kommentar, wir können nicht jeden Kommentar durchsprechen, ob das jetzt ein Fall ist zum Löschen oder nicht. Diesen Kommentar hier würde ich zum Beispiel jetzt löschen. Kriegen wir als Nicht-Geimpfte auch einen Judenstern aufgenäht wie damals? Das ist ganz klar Holocaust-Leugnung, Relativierung. Das werden wir auch dem Hausjustiziar weitermelden. Suchbegriffe wie KZ oder Judenstern helfen beim Auffinden von Hetzkommentaren. Nicht alle stammen von echten Usern. Auch automatisierte Propagandaroboter verbreiten hier Phrasen, um aufzuwiegeln. Im Debatten-Livestream scheint es oft, als hörte vor dem Posten kaum noch einer zu. Schon in Minute 0, Sekunde 0 sogar, werden schon Kommentare abgegeben. Das sind also nicht wirklich Leute, die sich informieren wollen. Genau. Kann man so sagen. Ne? Das sind Menschen, die wollen einfach ihren Frust mal grad loswerden. Ab wann haben Sie denn eigentlich mal Zweifel, ob das so eine gute Idee war, mit dem Publikum in Dialog zu treten? Daran zweifle ich eigentlich nie, weil es gibt immer Menschen, die den Dialog suchen, die wirklich einen Dialog möchten. Und es gibt einfach Menschen, die diesen Raum, den wir geschaffen haben, missbrauchen.
bei uns intern geführt. Was ist der Ausweg? Bieten Sie da den falschen Leuten eine Bühne? Das heißt, bringen Sie nicht die Tagesschau zum Stammtisch, sondern holen Sie sich den Stammtisch umgekehrt in die Tagesschau? Oder ist es tatsächlich ein neuer Weg, um mit Publikum, das nur noch nonlinear unterwegs ist und nicht mehr am Fernseher sitzt, sondern den Austausch ja, als Möglichkeit hat und auch nutzt, mit denen in Verbindung zu bleiben, dann aber mit Verhaltensregeln, die dafür sorgen, dass die Netzregeln, die Netiquette auch gewahrt bleibt. Es gibt unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Plattformen, die haben gesagt, wir haben den Publikumsverkehr wieder ausgeschaltet, wir haben das Personal nicht dafür. Es gibt andere, die sagen, wir haben die Regeln, wir setzen sie auch durch und wir haben mittlerweile eine sehr aktive Community, von der wir auch Themen bekommen. Die unsere Kollegen von der Redaktion, junge Redaktion Steuerung F, die nur online senden, gehört dazu. Die machen sehr gute Erfahrungen damit. Wir haben dann mal auf der Reiseroute, als wir wieder nach Göttingen gefahren sind, mal beim Göttinger Tagblatt vorbeigeguckt, um mal zu hören, wie das eigentlich bei Printmedien so ist, die ja auch online dann sozusagen ihre Leserblattbindung fortsetzen, indem sie auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter ihre Sachen posten. Und der Chefredakteur sagt auch, wir haben nichts gegen Kommentare, wir schreiben ja selber welche und wir setzen uns gerne auseinander oder lassen uns auch mal beschimpfen, solange es konstruktiv ist und nehmen die ernst oder kriegen sogar Anregungen. Aber er sagt, wenn es dann nur Kommentare sind, die da Hass auskübeln, sagt er, die Frage ist dann schon, will ich diese Manpower, die ich zum Moderieren brauche oder dann auch sogar zum Lesen und Melden, will ich die nicht lieber in gute Geschichten stecken? Und er sagt, wenn es nur darum geht, Zitat, Hass und Häme auszuschütten, dann ist das für uns vertane Arbeitszeit, weil wir nur dabei sind, den Müll wegzuräumen im Grunde. Also auch ein Phänomen, was er notgedrungen in Kauf nehmen muss, wenn er digital unterwegs ist, aber was im Grunde noch ungelöst ist. Also was die sozialen Netzwerke mitbrachten, sind diese nicht redaktionellen Medien. Jeder, der ein Handy hat, ist auch ein Sender und ein Empfänger und kann selber sozusagen senden und verbreiten, je nachdem, wie viel Gefolge er hat. Da sitzt kein Redakteur mehr, wie hier zu Zeiten, als Leserbriefe noch auf zwei Seiten passten und eine Redaktion ausgebildet war, um zu sagen, das ist eine Nachricht, das ist ein Kommentar und das ist einfach nur Müll. Und das schmeißen wir in die Ablage, die unterm Tisch steht, nämlich im Papierkorb. Das findet nicht statt. Im Netz hat alles Platz. Und wenn Sie als User sozusagen sich das alles geben, jeden Tag, dann sind Sie Ihr eigener Redakteur oder Redakteurin. Sie müssen sortieren, Sie müssen sagen, was ist glaubwürdig, was klingt vielleicht gut, aber was ist die Quelle? Das ist anstrengend. Das ist ein Beruf, den Sie da mit übernehmen. Und das ist anstrengend, das muss man ertragen. Dazu kommt, es gibt ja auch professionelle Fälschungen. Die Kollegin von der Tagesschau sagte, wir haben Bots, wir haben falsche Quellen, wir haben erfundene Profile, die nur dafür da sind und die werden auch schneller eröffnet und geklont, als wir sie löschen können, die nur solche Thesen verbreiten, um tatsächlich die Diskussion anzuheizen, um das Land zu verunsichern und um dann auch Diskussionen zu befeuern, die das Gemeinwesen und das Staatswesen in Frage stellen. Dazu kommen Falschmeldungen, die bewusst auch fabriziert werden. Die Kollegen vom ZDF haben vor einer Weile mal diese hier entlarvt. Das ist eine Falschmeldung, täuschend echt, Spiegel-Online-Seite nachgebaut. Da steht dann zu Zeiten des Lockdowns, Marius schlug mit dem Kopf auf und verlor viel Blut, nicht Lockdown, zu Zeiten der Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges. Ein Junge sei in Berlin vom Fahrrad gefallen, die Straßenbeleuchtung sei ausgeschaltet gewesen, um Energie zu sparen. Der ist verblutet und hat jetzt sein Leben verloren. Nichts davon hat gestimmt. Unterschwellig war natürlich die Nachricht, die Sanktionen gegen Russland kosten unsere eigenen Kinder das Leben. Ja. Zweites Beispiel, ein Tweet oder eine Meldung, die hochgezogen wurde über Telegram, vorzugsweise von Personal der russischen Auslandsbotschaften. In Bremen hätte
die Polizei einen Schwarzmarkt, einen ukrainischen Schwarzmarkt-Waffenhändler festgenommen, der Panzerabwehrwaffen aus deutscher Produktion hier auf dem Schwarzmarkt hätte verkaufen wollen. Unterschwellige Botschaft, wir geben denn die Waffen und die verhökern sie hier noch an uns, korrupt wie sie sind. Das nimmt sich alles nichts, ob jetzt Putin oder Ukraine. Nichts davon hat gestimmt. Die Bremer Polizei hat geguckt, gibt es eine Meldung, gab es ein Phänomen, irgendwas. Sie haben dann auf Twitter verbreitet, dass das ein Fake ist und dass es nicht stimmt. Problem ist, seit es Fakes gibt, die Fakes laufen immer besser als die Korrekturen. Und die Korrekturen lesen müssten, lesen eigentlich lieber die Fakes. Und die Korrekturen kriegen, werden auf die Fakes meistens eh nicht reingefallen. Also sie wischen da eigentlich immer hinterher. Und es kommt noch was dazu. Jetzt komme ich auf den Kernpunkt auch des Buches und des Filmes. Wir hatten ja mal Routine im Umgang mit Propaganda, als wir es noch Propaganda nannten. Wir wussten, es gibt Propaganda, wir wussten, es ist in der Regel gelogen, es nutzt jemand, man muss vorsichtig sein und man hatte auch eine Ahnung, wo das überwiegend herkommt. Seit wir das Ganze nicht mehr Propaganda nennen, sondern auf Neudeutsch Fake News, hat man so gefühlt, die Wahrnehmung sei das alles neu und noch nie da gewesen. Das haben wir Herrn Trump zu verdanken, der diesen Begriff sehr erfolgreich in die Welt gesetzt hat, indem er allen anderen vorgeworfen hat, sie würden lügen. Das hat er schon deswegen gemacht, um schneller zu sein, anderen Leuten Lügen vorzuwerfen, bevor sie schreiben, dass er lügt. Er hat den Begriff besetzt und er hatte vor allen Dingen, er hat ja bei jeder Pressekonferenz vorab schon oder jeder zweiten gesagt, CNN, NBC, euch beantworte ich gar keine Fragen, ihr seid Fake News. Hat also damit erreicht, dass alles, wo News drauf stand, mit einem Generalverdacht überzogen wurde, als kämen Fake News nur von den News, weil es sind ja News. Das passiert nicht, solange man über Propaganda redet, so jedenfalls nicht so in der Breite. Das heißt, der Beifang war generell Vorwurf an alle Kritiker, auch an seriöse Medien, sie seien Fake News. Das war ein Faktor, der sehr zur Verunsicherung beigetragen hat und auch zu dieser, ja, als hätten wir jede Routine vergessen. Natürlich muss man skeptisch sein, natürlich muss man jede Quelle prüfen, ob sie langfristig recht hat, hilfreich war. Dieser Feldzug von Trump, Presse sei als an sich Feind des Volkes, das war ja seine Formel, die hat natürlich auch viel an Wahrnehmung mitgebracht. So, ich habe dann auf der Reise auch Beispiele gefunden, wie solche Meldungen oder solche fabrizierten Schlagzeilen und die unter falscher Flagge segeln, Einzug in den Newsflow eines Handy-Users, auf den wir in Zug unserer Ermittlungen gekommen sind, einfließt, mit sehr völkischem Unterton. Das war zum Beispiel eine Meldung zu Zeiten der Großen Koalition. Sie gibt Milliarden für Flüchtlinge aus, aber das deutsche Volk verarmt. Sehr pauschal, sehr zugespitzt, sehr wie es ja, am ehesten die AfD formulieren würde. Jetzt gucken Sie, das ist eine Meldung und lesen mal das Impressum mit den Pflichtangaben. Wer schreibt das eigentlich? Das schrieb eine Berliner Tageszeitung laut Impressum. Das ist jetzt nicht die Berliner Zeitung, es ist auch nicht die Taz. Es ist etwas, was die Autoren oder die Quelle Berliner Tageszeitung nennt und ist in Lizenz rausgegeben in Bulgarien. Wenn Sie weiter gucken und scrollen, kommen dann die ersten Linkverbindungen mit russischer Adresse und da steht, die Freelance-Redakteure würden alle von außerhalb der EU kommen und von da aus schreiben, weil innerhalb der EU seien sie ja eh alle verlogen und sozusagen gebrainwashed. Ja. Kommt aber als Berliner Tageszeitung daher und dann passiert das, was schon immer passiert ist, Leute lesen das oder kriegen es geteilt und sagen, habe ich doch im Netz gelesen, wie früher, hat doch in der Zeitung gestanden. Das war jetzt nicht irgendwer, sondern das war auch ein Beschuldigter, der solche Meldungen in seinen Chatgruppen bekommen und geteilt hat, mit Quellen, die er natürlich nicht identifiziert hat.
der ging auch der Staatsanwaltschaft in Göttingen auf den Leim sozusagen oder in die Fänge. Die haben dann eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht, weil er auch im Zuge der Impfdebatte gepostet hatte, als Kommentar über Walter Lübcke, Zitat, hängt ihn auf den Drecksack. Aufforderung zu einer Straftat. Das war der eine, auch BKA, Aktion gegen Hass im Netz. Aktionstag. Und er hat noch einen zweiten Post, der einen Strafbefehl nach sich gezogen hatte, unter einem Foto mit der damaligen Bundestagsvizepräsidentin, über die er geschrieben hat, Claudia Roth. Was für ein hässliches Warzenschwein. Roth hat dann eine Anzeige wegen Beleidigung, Strafantrag unterstützt. So, das war der zweite, den wir aufgesucht haben, in der Hoffnung, dass er uns anonymisiert, vielleicht sagt, wie das kam, wie er das heute sieht. Wir wussten von seinen übrigen Facebook-Aufträgen, die auch öffentlich waren, dass auch er einen Hund hat. Wir wussten auch, als wir vorbeifuhren, dass der Zwingertür offen war. Kommen Sie also gerne mit. Wir wussten nicht, was als nächstes passiert. Da er auch Fotos von seinem Hund gepostet hat, sind wir nicht sicher, wie unser Besuch enden wird. Scherer, NDR, ich grüße Sie. Wir wüssten gerne, warum Sie Ihren Facebook-Post mit dem Warzenschwein nicht gelöscht haben. Wir machen einen Film über solche Fälle. Woher wissen Sie denn das? Sie haben öffentlich gepostet. Hat Ihnen niemand gesagt, dass Sie das löschen müssen? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Noch was nimmt löschen? Der jetzt auf? Ja. Wenn Sie nicht wollen, hör mal auf. Und mir ist nichts zu verbergen. Ja. Nee. 2015 war das, ne? Nee, das war später. 2015 war der Post über Walter Lübcke. Ja. Hängt ihn auf, den Drecksack. Genau. Es gab ja eine Hausdurchsuchung bei ihm. Wie war das? Morgens früh morgens wahrscheinlich? Ja, um kurz nach 7. Ich bin mit dem Hund. Ich gehe um 6:30 mit dem Hund. Um 5, 6 Leute hier. Im Schlafzimmer, die waren ja überall. Ja. Was haben die mitgenommen? 3 iPads, 3 Smartphone, Laptop. Habe ich dann nach 6 Wochen wieder gekriegt. Ne? Lübcke ist ja tatsächlich erschossen worden. Ja. Nein. Das war aus einer Laune, aus dem, damals war ja auch die Flüchtlingsgeschichte, 15, und da wurde ja so viel gepostet im Internet, und da habe ich wohl, also das tut, mir leid. Das tut Ihnen leid. Haben Sie einen Rat für andere, die noch munter und aggressiv unterwegs sind, mit Ihren Kommentaren? Also ich würde das keinem mehr raten. Man kann ruhig mal was sagen, also, aber man muss sich schon überlegen, was man da schreibt in der Öffentlichkeit. Also ich mache es nicht mehr. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, wie Sie das sehen. Er war jetzt keiner, der uns vom Hof gejagt hätte, der uns als Lügenpresse beschimpft hätte und seinen Hund nachgejagt hätte. War im Grunde, ich fand ihn nicht mal unsympathisch. Er hat uns alles beantwortet, wir standen da am Zaun, man konnte normal mit ihm reden. Es tut ihm leid, der macht es nicht wieder. Macht es das jetzt besser? Es war genau dieses Phänomen. Was bringt so jemand dazu, nachts zu schreiben, aufhängen den Drecksack und damit einen realen Politiker zu meinen, der dann tatsächlich erschossen wird? Wie passt das zusammen? Begründung war, boah, war damals halt so. Da ging ja vieles hoch her und dann hat man halt. Ne? Und das ist genau das, was dieses Phänomen ausmacht. Vorhin kam die Parallele zu Autofahrern, ne? Die sich hinter der Scheibe anonym so ermuntert fühlen, mal richtig was rauszulassen. Und ich teile diesen Vergleich, kommen wir nochmal drauf zurück, dass das begünstigt. Und natürlich mit dem
mit der gefühlten Wahrnehmung, dass das entweder Kavaliersdelikte sind oder sowieso nicht verfolgt wird oder eh keiner merkt, außer den paar, die da jetzt mitlesen. Und das gilt zum großen Teil noch bis heute. Das habe ich in den Gerichtsverhandlungen auch immer wieder so empfunden. Mir geht es auch mit Mailschreibern so, wir kriegen ja nach so einem Film auch unser Fett weg von Leuten, die dann, wenn das auf YouTube läuft oder sonst wo, früher kriegen wir Leserbriefe jetzt, oder Anrufe, jetzt kommt das noch hemmungsloser per Mail. Ich habe mal ein paar Beispiele sammeln lassen von der Redaktion nach dem Film, der hieß Hass im Netz. Da sind dann mal die Top 5, es gibt keinen Hass im Netz, ihr blöden Arschlöcher, ja. Oder Stasi 2.0, alles mit anonymen Quellen. Oder da bin ich sehr gespannt, wann die Polizei bei euch Mediennazis aufräumt. Journalisten sind Abschaum, auch sehr beliebt. Oder nachdem ich mir die Sendung angeschaut habe, kann ich nur sagen, die einzigsten Hetzer seid ihr mit eurer Sendung. Es gibt Meinungsfreiheit. Mit manchen Sachen stimme ich euch zu. Ich überlege immer, was zwischen hier und hier vorgefallen ist. Dass dann plötzlich so ein Umsatz noch dazu kommt. Aber jemand, der uns in manchem zustimmt, wie wollen Sie den ernst nehmen für eine Auseinandersetzung, wenn er sich vorher so zukübelt? Ja? Wie passt das zusammen? Das verstehe ich bis heute nicht. Der Hinweis, das sei Meinungsfreiheit, ist auch so ein Irrglaube. Meinungsfreiheit erlaubt nicht alles. Meinungsfreiheit endet da, wo sie die Meinungsfreiheit anderer beschränken, indem sie sie bedrohen, beschimpfen und zum Schweigen bringen oder dazu bringen, sich gar nicht erst in der Politik zu engagieren oder ein Amt wahrzunehmen, weil sie Angst haben vor diesen Reaktionen. Das ist das Gegenteil von Meinungsfreiheit. Und das gilt auf dem öffentlichen Marktplatz, da dürfen sie auch niemanden beleidigen oder bedrohen oder nötigen. Und es gilt ebenso im Netz. Das ist... Dieser Trugschluss, das Meinungsfreiheit zu nennen, mag zwar bequem sein für die weit fassen, aber es ist schlichtweg falsch. Dann kommt dazu, dass Ihnen nicht wirklich klar ist, wie das bei Leuten vielleicht wirkt. Mir geht es so, wenn ich beantworte ja also Mails, die an mich gerichtet sind, mindestens einmal und sage dann, ja schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ich will mir auch die Zeit nehmen, Ihnen zu antworten, wir müssen uns auch nicht einigen, bla bla bla. Und mehr als die Hälfte der Schreiber sagt dann plötzlich, oh, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass Sie überhaupt antworten. Kommen Sie mal vorbei, wenn Sie wieder hier drehen, trinken wir einen Tee zusammen. Das heißt, denn ist gar nicht klar, was... Also manchmal entwickelt sich dann, die entschuldigen sich dann und ich habe Bekannte in Amerika, die haben mir mal nach einem Trump-Kommentar die Hölle auf den Hals gewünscht und mittlerweile sind wir Brieffreunde, ja? Interessieren uns, was wir so machen. Aber es macht es nicht wirklich besser und ich habe mich dann auch mal selber geprüft, weil ich gestehe, am Gartenzaun nahm ich den einen Kommentar natürlich auch ernster als den anderen. Und war ja auch vom Tatbestand her auch... Aufforderung zu einer Straftat ist was anderes als eine Beleidigung. Aber wenn Sie betroffen sind, ist es nochmal ein anderer Schnack. Das haben wir dann auch sozusagen am Leibe erfahren, nämlich in Augsburg im Wahlkreis von Claudia Roth, die damit einverstanden war, dass wir ihr das mal vorspielen, was wir in diesem Interview als Antwort bekommen hatten. Der Lippe, ja, hängt ihn auf, den Drecksack. Genau. Der ist nicht mehr da. Und was soll ich noch gepostet haben? Und später haben ach, das war ach, mit schwarzen Schwein mit der Claudia Roth. Die hat Strafanzeige. Ich weiß, aber ich habe gestellt. Weiß nochmal aufhören? Mhm. So, also. Unter deutschen Dächern. Ja, der lacht. Als er sich daran erinnert, fängt er an zu lachen. Ah, guter Witz. Ich meine, das ist doch widerwärtig. Da ist doch überhaupt keine Einsicht da, dass er vielleicht etwas getan hat, was Unrecht war. Es ist überhaupt keine Einsicht da. Ich kann ja die anderen löschen. Ich habe wirklich viele, viele, viele Fälle, wo Menschen oder Hetzer und Hasser schreiben, die müsste mit einem Klavierdraht totgeschleift werden. Die sollte totgefickt
werden. Das kommt häufig vor. Ganz oft kam die Antwort von Staatsanwaltschaften oder dann auch von Gerichten, nein, das ist ja nur ein Konjunktiv. Es ist ja nicht der Aufruf, die muss jetzt so. Bis ein Berliner Richter gesagt hat, es stimmt, es ist ein Konjunktiv, aber von Dritten, die das alle mitlesen, die das alle sehen, kann das als unmittelbare Aufforderung zur Tat verstanden werden. Es hatten auch der Konjunktiv kann diese Wirkung haben. Da hat sich die Rechtsprechung etwas gewandelt. Es gab weitere Eckpunkte oder Leitplanken. Auch dass der Hinweis, Politiker müssen doch sowas aushalten, zieht nicht durchweg. Warum sollen, müssen vielleicht manches mehr oder können sich mit Personal eher wehren? Aber auch da sagt ein Richter, auch ein Politiker muss das nicht oder eine Politikerin muss das nicht aushalten müssen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat im Fall Künast, und das war kein Erfolg von Strafverfolgern, das war eine Zivilklage von Hate Aid und ihr als Betroffener, hat am Ende die Rechtsprechung sehr deutlich korrigiert. Das war ein Hammerurteil. Mit dem Satz, dass die Gerichte bisher, da ging es um die Freigabe von Beleidigungs- und Hassposts durch Facebook, sagte das Verfassungsgericht, die Gerichte hätten bisher falsche Maßstäbe, Zitat, angewandt. Da kann jetzt nicht mehr jedes untergeordnete Gericht weiterhin machen, was es will, sondern das sind schon Vorgaben, an die man sich halten muss. Wir haben mal einen Anwalt in Lingen aufgesucht, der auch einen Fall verteidigt hat, ein Beschuldigter. Da ging es um frauenverachtende Gemälde, also Vergewaltigungsszenen und solche Sachen, Mord in Tateinheit. Ich habe ihn gefragt, ob er viele solcher Klienten hat und wie die denn reagieren, um mal von Seiten der Verteidiger über Mandanten auch zu der Frage nachzudenken, was sind das eigentlich für Typen, was läuft da schief? Und er sagte, Zitat, alles ist heute extrem digitaler geworden, das war sein Empfinden. Das, was vielleicht früher der Stammtisch war, der Freundeskreis, das Private, das hat sich zwar nicht so verändert, dass jetzt alle ihre private Zeit nur noch in sozialen Medien verbringen, aber sie geben dort inzwischen ihre Meinung genauso kund, wie sie es früher vielleicht am Stammtisch taten. Dann sitzt man als Anwalt da, sagt er, und muss feststellen, wenn man die Ermittlungsakte von der Polizei bekommen hat, dass die Ordner dick ist. Und dann muss man dem Mandanten sagen oder der Mandantin, da steht alles drin. Hier sind alle Posts, die Sie gemacht haben. Jetzt müssen wir sehen, ob man Ihnen das nachweisen kann oder nicht. Stichwort Familienhandy zum Beispiel. Und wie reagieren die darauf, fragte ich ihn. Er sagt, es gibt natürlich die Mandantinnen und Mandanten, die sagen, boah, dann ist das wohl so. Dann gibt es jene, die sagen, was ja auch ihr gutes Recht ist, stimmt alles nicht. Alles Quatsch. Und es gibt die Leute, die das alles erst dann so richtig realisieren, die sind dann wirklich schockiert, sagt er. Also man kann nicht sagen, sie sind alle gleich, sondern es ist ein vielschichtiges Phänomen. So, erinnern Sie sich an den Cliffhanger, wenn wir schon bei Anwälten sind. Es kommt also zu dem Interview mit dem Chemnitzer Anwalt. Ich habe einen Mitschnitt dabei von der Demoszene, die ich anfangs zitiert hatte. Und ich habe mir einen Satz zurechtgelegt, wenn wir auf Augenhöhe miteinander reden und mir fällt gar nichts mehr ein, dass ich dann sage, das meinen Sie ja jetzt wohl nicht ganz ernst, was Sie da sagen. Na, K1, wie spät sind wir denn? Einer der schlimmsten Scharfmacher in Sachsen, er hat sich immer mehr radikalisiert, hat mich ein fachkundiger Kollege eingestimmt, der sich seit Jahren mit dem Milieu befasst. Das vereinbarte Interview mit Kohlmanns Kanzlei versprach also eine herausfordernde Begegnung zu werden. Zwar erwiesen sich die formalen Absprachen als unproblematisch, wenn nicht vertrauensvoll, Mail an die Kanzlei, Vorstellung des Anliegens, Antwort des Mitarbeiters, Terminvorschläge, nähere Absprachen. Das Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet Kohlmann seit Jahren als Aktivisten am rechten politischen Rand. Auch der Mitarbeiter, mit dem ich den Termin absprach, ist dort nicht unbekannt. Kohlmann selbst begann seine politische Laufbahn bei der Partei der Republikaner, zu deren Landesvorsitzender er aufstieg in Sachsen. Später zog er für die Initiative Pro Chemnitz in den dortigen Stadtrat. Zuletzt gründete er die Partei Freie Sachsen und führt sie als Vorsitzender. In Faltblättern, die ich in der Kanzlei
im Kanzleiflur später durchblättern werde, umwirbt deren Arbeitsgruppe Gesundheit, vorzugsweise Impfgegner, und setzt Geimpfte schon mal mit Drogenabhängigen gleich. Mit, Zitat, verlockenden Aussichten dauerhaft an der Nadel zu hängen, Zitat Ende. So, also. Wer in Chemnitz von Zeiten des Führers schwärmt, kennt Kohlmann vermutlich ohnehin schon als politischen Aktivisten. Als rechte Pöbler hier mit Jagdszenen auf Migranten Schlagzeilen machten, fand Kohlmann schon tags darauf seine eigenen Worte dafür. Was gestern Nachmittag hier passiert ist, das war keine Selbstjustiz, das war Selbstverteidigung. Er kennt seine Zitate, denn er formuliert mit Sorgfalt. Die nächste Wende muss erheblich gründlicher werden. Die nächste Wende muss erheblich gründlicher werden. Ja. So, überlegen Sie, wenn Sie solche Sätze sagen, wie weit Sie gehen können, damit es nicht strafbar ist? Also das haben Sie sich vorher zurechtgelegt, so ein Satz. Sowas, ja. Ich würde unsere Kanzlerin, wie zu alten Zeiten, wo unser Führer noch lebte, ins KZ stecken. Wie verteidigen Sie so jemanden? Ja, wissen Sie es schon? Interessante Frage. Also, als was soll es sein? Ist es eine Gewaltandrohung? Ist es ja nicht, weil er hat ja nicht die Möglichkeit, real jemanden ins KZ zu stecken. Ja. Also es ist eigentlich nur eine Form der Missachtung, die er ausdrückt. Eine Strafbarkeit ist dann gerechtfertigt, wenn Rechtsgüter gefährdet sind. Also ein Diebstahl ist logischerweise strafbar, weil das Eigentum von jemandem missachtet wird. Eine Beleidigung ist strafbar, weil die Ehre von jemandem missachtet wird. Aber welches Rechtsgut ist hier kaputt gemacht? Na, die Ehre von Frau Merkel in dem Fall, oder nicht? Vielleicht ist es ja auch eine sehr hohe Form der Anerkennung, dass er das für so bedeutend hält, was sie macht, dass man sie da, also man kann das immer so oder so sehen. Ich weiß nicht, da müsste man Frau Merkel selber fragen, ob sie sich dadurch angegriffen fühlt in ihrem, das ist jetzt nicht ihr Ernst, innersten Ehrgefühl. Ja, es gibt Leute, die sagen, da gehe ich drüber weg. Also was wird denn jetzt aus Ihrem Mandanten? Nehmen Sie den mal beiseite und sagen, sowas darfst du nicht schreiben. Oder wie, das sagt man dann schon. Ja. Die andere Frage ist, ist es strafbar? Ja, Zündel im Nahkampf. Den Zug nach Hamburg erreiche ich noch gerade eben. Die Fahrgäste tragen Maske. Ich freue mich über einen freien Doppelsitz und drücke ans Fenster. Ich denke nach über den zurückliegenden Tag, das Interview, die widerstreitenden Positionen, den gefühlten Nahkampf. In jedem Film, den ich machte, jedem Buch, das ich schrieb, hatte ich mir vorgenommen, fair zu bleiben. Kritik sollte nachvollziehbar belegt sein, nicht vom Stallgeruch des eigenen Lagers leben. Der Anwalt und Aktivist Martin Kohlmann bedient ein Lager, mit dem ich nichts gemein habe, außer der Bereitschaft, miteinander zu reden, solange dies ernsthaft geschieht. Vielleicht gab es auch in dieser entfernten Gedankenwelt Grenzlinien, die sich würdigen ließen. Eben der Fairness halber sei erwähnt, dass Kohlmann im Verlauf des Gesprächs mehrmals deutlich machte, dass auch er den Satz seines Mandanten geschmacklos fand. Auch war mir in einem Archivtext aufgefallen, dass er in seiner Zeit bei den Republikanern Kooperation mit der NPD stets ablehnte, mag sein, es ging um Trendschärfe, womöglich aber auch nur um den Blick auf mögliche Wähler. Dass sich Kohlmann immer mehr radikalisiert hat, wie mein Kollege es schrieb, scheinen mir die Auftritte seiner Freien Sachsen durchaus zu belegen. Wer die große Mehrheit der Deutschen, die verantwortlich genug ist, um sich gegen Corona impfen zu lassen, als zukünftige Drogenabhängige darstellt, weiß, wie übel er zündelt. Wer mit Fackeln vor Privatwohnungen aufmarschiert, weiß um die unseligen Parallelen zu den einschüchternden SA-Trupps, die solche Auftritte in Erinnerung rufen. Und wer findet, es sei in Deutschland nicht ehrenrührig, jemanden den Tod im KZ zu wünschen, negiert aus welchen Gründen auch immer jede Moral. Ich habe, der Satz im Übrigen, ob das jetzt strafbar ist oder nicht,
Merkel ins KZ, wie zu Zeiten, wo der Führer noch lebte, ist immer noch nicht geklärt. Also das Amtsgericht in Chemnitz hat die Hauptverhandlungen noch nicht durchgeführt, wurde mehrmals verschoben. Aber auch der Weg dahin, die Zulassung, war in diesen 2 Jahren richtungsweisend. Es gab auch wieder Rückschläge, wo Urteile anders ausfielen, also gerade was Beleidigung von Politikerinnen angeht. Da ging es um die Frage, ab wann ist eine Chatgruppe öffentlich oder ist es eher privat? Also das sind immer noch Baustellen. Das zum Ausblick. Es gibt noch mehr Anzeichen, die mich aber zu diesem, das ist eigentlich ein ermutigendes Buch, zu diesem Fazit kommen lassen. Einer davon ist dieser Herr hier, das ist der Generalstaatsanwalt in Koblenz, oder zumindest gewesen, er ist, glaube ich, gerade in Pension gegangen oder tut das gerade. Jürgen Brauer heißt er. In seinen Bereich fielen der Tankstellenmord von Ida Oberstein, die Schüsse auf die junge Polizeianwärterin und den Polizisten in Kusel, mitsamt den Hasskommentaren im Netz hinterher, nach dem Motto, mehr davon, waren doch nur Polizisten. Ich habe Brauer zu Beginn der Recherche kennengelernt als sehr vorsichtigen Strafverfolger, der auch mal einen Amtsgerichtsprozess gemieden hat, weil er Sorge hatte, es könnte einen Freispruch geben gegenüber einem Rechtsradikalen, der dann sehr aufrecht aus dem Gericht geht und sagt, geht doch, und es spricht sich rum. Und er hatte, sagt, dann habe ich gerade das Gegenteil erreicht. Ich habe dann öfter mit ihm gesprochen. Dieser gleiche Generalstaatsanwalt hat am Ende mit einer neuen Arbeitsgruppe im LKA in Mainz jedes Like unter Hasskommentaren als Billigung einer Straftat verfolgt. Jedes Like unter einem Aufruf zu Straftaten, wie beispielsweise die Verherrlichung und Gutheißung der Morde in Kusel, war Ausdruck einer öffentlichen Billigung einer Straftat. Schon der Daumen, ja, er hat, und das hat auch Schule gemacht, auch das Z als Sympathiesymbol für Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg wird mittlerweile als öffentliche Billigung einer Straftat, denn der Krieg ist eine Straftat nach Völkerrecht. In Hamburg zum Beispiel gab es Urteile, weil Leute sich das Z auf die Heckscheibe klebten oder ins Heck, und das hat aufgehört. Also dieser Mann hat sich da sehr gewandelt und hat auch Erfolge damit. Und es gab dann im Zuge dieser Ermittlungen der Klaköre nach den Morden an den beiden Polizeikräften in Kusel im Nachgang wiederum Festnahmen. Eine davon war dieser 56-Jährige mit einem Gewaltaufruf, der schrieb dann auf seinem Kanal, auf Facebook oder Instagram, doch bitte jetzt weitere Polizisten unter einem Vorwand auf Feldwege locken und sie dann ebenfalls erschießen. Der bekam ein Urteil 1 Jahr und 8 Monate auf Bewährung in erster Instanz. Die Verteidiger versuchten noch die Bewährung anzufechten. Gerichte dürfen abschreckende Urteile in so einem Fall fällen, damit nicht nur damit er nicht weitermacht, sondern dass andere das nicht wiederholen. Er sagte dann, er wusste nicht, dass er so viele Follower hat oder was auch immer. Das ist also auch ein Markstein in diesen letzten 2 Jahren in der Rechtsprechung. Also Ersttat ohne Bewährung ist bemerkenswert. Ein anderes aus Amerika, wo da die Meinungsfreiheit viel höher gehängt wird als bei uns, auch wenn es dann anderen wehtut, war das zivil- und strafrechtliche Urteil gegen Alex Jones, der sehr im Sinne von Donald Trump und sehr im Sinne seines eigenen Geldbeutels auf Plattformen verbreitet hat, im Grunde alle Lügen von Donald Trump, aber auch das Massaker an Schulen, wie an der Sandy Hook Grundschule in Connecticut, da gab es 28 erschossene, überwiegend Grundschulkinder. Ja? Und er verbreitete, es sei eine Lüge der Demokraten gegen die Waffenbesitzer. Das sei alles erfunden und er wusste das besser, aber es hat sich halt gut verkauft. Er verkaufte dann noch Kaffeetassen dazu mit Waffen drauf und seinem Logo, ist damit Millionär geworden.
Die Eltern haben ihn auf Schmerzensgeld verklagt und es war das erste Mal, dass Geschworene den Recht gaben und haben ihn verurteilt, insgesamt fast $1 Milliarde. Das tut dann auch einem Alex Jones weh hilft dann auch mal, dass sich ein Bewusstsein ändert. Nächstes Beispiel im gleichen Land, ist gerade reingekommen. Fox News musste auch fast oder eine $750 Milliarden Strafe zahlen, weil sie wissentlich Lügen verbreitet haben, dass bei der Wahl von Joe Biden, die ja Trump bis heute nicht anerkennt, angeblich Wahlmaschinen manipuliert waren. Geklagt hatte der Wahlmaschinenhersteller, weil das natürlich ein riesen Imageschaden für ihn gewesen wäre. Und deren Anwälte konnten nachweisen, dass die Verantwortlichen von Fox News wussten, dass es falsch war und haben es trotzdem verbreitet. Also mangelnde Sorgfaltspflicht. Ich habe bei Panorama gearbeitet, man denkt immer, wir haben Angst vor einer Gegendarstellung, haben wir natürlich, wenn sie durchkommt. Der viel größere Schaden ist, wenn Ihnen jemand nachweist, dass Sie nicht sorgfältig genug gearbeitet haben und Ihren wirtschaftlichen Schaden dadurch. Das tut richtig weh. Also deswegen liegt da die Latte hoch und wir diskutieren lang, ob wir ein Thema machen oder nicht. Und ob es die Beleglage tatsächlich rechtfertigt. Der dritte Fall spielt, raten Sie wo, in Oldenburg. Ich habe mir den angeguckt. Ein Beschuldigter aus dem Reichsbürgerumfeld, gab 3 Verhandlungstage hier am Landgericht, wurde auch festgenommen im Zuge einer bundesweiten BKA-Razzia wegen Hass im Netz. Der Mann hatte Todeslisten verbreitet auf seinem Kanal. Den Bürgermeister am nächsten Laternenpfahl aufhängen und solche Scherze, solche Sätze. Der Mann hatte über 10.000 Follower. Fragen Sie sich, warum, woher die kommen, Reichsbürgerszene eben. Und ich habe ja auf der Reise, wenn ich so in Gerichtsverhandlungen war oder mit Tätern gesprochen habe, gesagt, oh, jetzt findest du hier so Tatortmilieus. Ich hatte mindestens so oft das Gefühl, ich bin nicht im Tatort unterwegs, sondern im Komödienstadel, was Sie da zum Teil alles an Sätzen hören. Und das war auch so eine Verhandlung. Höhepunkt war nämlich, dass der Angeklagte in seinem Statement sehr früh sagte, dass das Gericht überhaupt nicht befugt sei, ihn zu verurteilen, weil er der sozusagen der Chef im Ring sei, er sei Major der Alliierten. Die Bundesrepublik gibt es gar nicht, mithin auch nicht die Justiz, also der Einzige, der Urteile hier vollstrecken und sozusagen vollziehen und fällen kann, sei er. Ja? So. Nun kann man über ein solches Phänomen, wenn man es beobachtet und wahrnimmt, wenn jemand solche Kaliber auffährt, kann man auf verschiedene Weise diskutieren. Ich gehe jetzt in die Zielgerade. Die eine ist zu sagen, landläufig, wie man es sagen würde, der Herr Major, der Angebliche, hat offensichtlich mächtig einen an der Waffel. Ja? Die andere wäre, sich ängstlich und verschreckt zu fragen, wie es passieren konnte, dass wir solche besorgten Bürger nicht mehr erreichen, für die Demokratie überzeugen, was wir falsch machen. Und wissen Sie was, ich neige zur ersten Variante. Das gilt nicht für alle und es gibt fließende Übergänge, aber irgendwann gilt es wohl. Und mein Wunsch, mal aus der Schockstarre rauszukommen und zu sagen, ich will jetzt nicht alles ausleuchten, ich möchte mit denen mitgehen, die das jeden Tag haben, die wissen, es gibt strafwürdiges Verhalten und es gibt Täter. Um mal zu zeigen, dass es geht, wenn man die Routine, die wir alle mal hatten und auch immer noch haben könnten, wenn man sich die wieder aneignet und auch eine gewisse Gelassenheit, dann hilft das. Und im Grunde ist der Prozess genauso ausgegangen. Da sagt zwar keiner, der hat einen an der Waffel, sondern das wird dann auf juristisch vom psychiatrischen Gutachter formuliert, der natürlich dann sagt, der Mann ist nicht schuldfähig. Der Mann ist nicht schuldfähig, er kommt in eine geschlossene Psychiatrie, weil es gefährlich ist, was er von sich gibt, allein deswegen, obwohl schuldunfähig, aber eben in die geschlossene Psychiatrie. Das ist alles also nicht neu. Neu ist, dass Sie heute auch für den letzten Unfug in sozialen Netzwerken noch Follower finden. Und wenn Sie sich
dieses Milieu so dicht abschließt. Wir sind alle in Milieus zu Hause, aber wir gucken mal noch über den Tellerrand hinaus. Wir lesen auch mal eine Zeitung, die vielleicht was zitiert, was uns nicht gefällt. Aber wenn Sie die Milieus so abdichten, dann haben Sie am Ende das Gefühl, Sie sind die Einzigen, die die Wahrheit kennen. Und das ist bei ihm offensichtlich so. Und wenn sich das dann noch verbindet mit einem gefährlichen Verhalten für andere, dann haben Sie den Salat, wie wir an der Tankstelle von Ida Oberstein oder sonst wo gesehen haben. Das hält aber, behaupte ich, ein routinierter Rechtsstaat aus, und wir als routinierte Gesellschaft halten es auch aus. Ich höre immer, ja, das ist alles jetzt, die Gesellschaft ist gespalten und so viel Kritik und wie kann das gut gehen? Man kann es auch mal umdrehen und sagen, ja, wir haben eine vielschichtige Gesellschaft, wir haben eine offene, pluralistische Gesellschaft, dazu gehört die Auseinandersetzung dazu, wenn sie zivil stattfindet, da kann es auch mal höher hergehen, wenn es um wichtige Themen geht, aber es wird immer eine Auseinandersetzung geführt in den Parlamenten, in der Presse, in der Öffentlichkeit oder eben auch in der Justiz und vor Gericht. Und die Chance ist da, dass das, was auf lange Sicht zumindest eine Zeit lang das Überzeugende ist, für die Mehrheit zumindest, das geht dann seinen Weg. Und das kann man jederzeit korrigieren, dann setzt sich was anderes durch. Wir haben mal anfangs gedacht und auch berichtet bei der Pandemie, dass es eine Diktatur wie China leichter hat, die Pandemie zu bekämpfen. Die können nämlich mal einfach Shanghai dicht machen. Und es gibt keine Proteste, weil sie nicht erlaubt sind. Oder ein Putin kann sagen, es ist kein Krieg, obwohl jeder weiß, dass es sehr wohl einer ist. Und man denkt dann, die haben es irgendwie leichter als die Demokratie. Jetzt gucken Sie, wie China heute noch mit der Pandemie zu tun hat, weil es eben nicht überzeugend war. Es war auch nicht erfolgreich. Sie haben immer noch die Wellen. Und auch Putin wird immer die Wahrheit fürchten müssen. Während wir in diesem Hühnerhaufen von Vielschichtigkeit im Grunde relativ gut bisher durch beides mit einer relativ stabilen Mehrheit durchgekommen sind, sowohl durch die Pandemie als auch durch die Auseinandersetzungen seit dem Krieg in der Ukraine. Routinierter Rechtsstaat. Wir haben ja den Vergleich jetzt schon zweimal gehabt mit dem Straßenverkehr. Ich will den nochmal bemühen. Jeder, der schon mal einen Strafzettel bezahlt hat für zu schnelles Fahren, weiß, wie routiniert ein Rechtsstaat solche Sachen abarbeiten kann. Das sind auch viele oder halt nicht viele, je nachdem, wie viel man sieht. Sie bringen den Straßenverkehr insgesamt nicht zum Wanken. Sie heben ihn nicht aus den Angeln, aber sie sind gefährlich. Es gibt Tote. So, das kann ein Rechtsstaat abarbeiten. Wir haben die Routine, wir haben die Gelassenheit. Jeder, der zu schnell fährt, weiß, was er riskiert. Wir kriegen nicht jeden, aber jeder weiß, es kann ihn treffen. Die Routine haben wir im Netz nicht, aber wir haben sie noch nicht. Ich finde, es wird Zeit, dass wir sie kriegen. Wir müssen raus aus der Schockstarre. Ich glaube, das geht. Und wenn ich mit dem Buch und wenn ich heute dazu beigetragen habe und wenn Ihre Kampagne und das, was Sie hier dankenswerterweise in Oldenburg auf den Weg stellen, mit dazu beiträgt, dann freue ich mich. Ich danke Ihnen schön. So, wir diskutieren hier noch in kleiner Runde. Ich bin nachher da, mein Zug geht ganz spät. Der freundliche Buchhändler sitzt da hinten bereit. Ich schreibe Ihnen gerne, wenn Sie eins mitnehmen möchten, für Elfriede oder für Heinzfried rein. Müssen Sie mir nur sagen. Wie gesagt, es ist kein so schreckliches Buch, wie es vorne vielleicht aussieht. Es ist ein ermutigendes Buch. Ich habe nicht so viel vorgelesen, damit Sie nicht sagen, da hat man ja schon alles vorgelesen. Jetzt brauche ich es ja nicht mehr. Dankeschön. So. Ja. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin die dritte im Bunde der Projektpartner an dieser Stelle. Also nicht ich, sondern natürlich Oldenburg 1. Ich bin Wiebke Schneiderwind, Geschäftsführerin von Oldenburg 1. Und ich freue mich, dass ich hier jetzt durch diese kleine Diskussion führen darf, die wir jetzt noch haben werden. Ich möchte auch gerne viel Raum einräumen für Fragen. Eine habe ich selbst. Ich habe das natürlich mit großer Spannung verfolgt. Ich glaube, wir können uns auch setzen. Natürlich der Vergleich, ich glaube, das war Herr Nacke, der den Vergleich gezogen hat mit dem Autofahrer. Der Autofahrer generiert natürlich keine Follower, wenn er sich oder sie sich aufregt. Ich selbst kenne die Situation natürlich auch, wie wir alle.
Das ist ja eigentlich eine Gruppe, die abgeholt werden kann. Wer sich so emotional im Netz äußert, einige Personen haben Sie, glaube ich, auch in dem Bericht gehabt, die noch abgeholt werden können. Man muss sie einfach nur irgendwie abholen. Und das ist ja auch das Ziel dieses Projektes, dass man quasi, wenn man so einen Kommentar sieht, diesen Kommentar auch anspricht, beziehungsweise auch ahndet, entweder auf persönlicher Ebene oder ihn eben entsprechend an die Strafverfolgungsbehörden weitergibt. Insofern ist es sehr, sehr gut, dass wir jetzt auch eine entsprechende Gesetzgebung haben. Was mich am meisten eigentlich beunruhigt, sind die in Anführungsstrichen Profis. Das heißt, diejenigen, die sich so gut in der Gesetzgebung und in der Formulierung auskennen, dass sie eben immer haarscharf an dieser Strafverfolgung vorbeischrammen können. Wie schätzen Sie da die Gefährdungslage ein? Wie groß ist diese Gruppe und was machen auch Algorithmen, dass diese Gruppen größer erscheinen, als sie vielleicht sind? Das ist eine ganze Menge. Also erstmal zu dem Abholen. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Grenzen setzt. Also dass der Rechtsstaat Grenzen setzt und sagt, es ist eben keine Meinungsfreiheit, ist eine Straftat, ist auch belegt, dadurch, dass es dankenswerterweise Screenshots gibt. Und dann ist es erstmal zweitrangig, ob der Beschuldigte jetzt reumütig ist oder sich überzeugen lässt, sprich, ob er sich abholen lässt oder nicht. Es bleibt eine Straftat. Das ist, glaube ich, wichtig, dass der Rechtsstaat Grenzen setzt, auch routiniert. Und zum Zweiten... Ich hab das aus. Das ist nicht an. Ja. Ja, wir können uns abwechseln. Ist okay. Es ist mir unheimlich jetzt hier. Tut als bisher. Das ist, glaube ich, schon viel, viel gewonnen. Ja, und das gilt nicht nur fürs Netz, es gilt aber morgens beim Bäcker, dass man sagt, Entschuldigung, habe ich eine völlig andere Meinung als Sie, eine völlig falsche Antwort, die Sie da gegeben haben. Müssen Sie sich einigen, tschüss, danke. Dass man anderen hilft oder dass man signalisiert, stopp. Viele gehen einfach nur mit ihrem Hass da durch den Alltag und denken, ach, passiert mir nichts, ich kann das verbreiten. Das ist das eine. Ich gehöre auch zu denen solche Antworten immer 5 Minuten zu spät einfallen, aber dann merke ich sie mir fürs nächste Mal. Das ist so die Laufkundschaft und das, was aber dann eben die Welle zur Welle macht. Und wer hat sozusagen, wer hat die Lufthoheit über diese Debatte? Und wenn da, dank solcher Kampagnen, Leute sich erstmal nicht alleine fühlen oder auch mal ermuntert fühlen, vielleicht beim dritten Mal zu sagen, finde ich völlig daneben, was Sie da sagen. Wir müssen uns nicht einigen, ich will Ihnen das nur mal sagen, tschüss. Da riskiert man wenig und trotzdem geht es einem besser. Und wir haben immer die Neigung, dass wir denken, wir sind nicht gut genug. Sie werden keinen Trumpisten überzeugen, dass Trump die Wahl verloren hat. Und Sie dürfen nicht denken, es liegt an uns. Aber man kann es signalisieren. Also man darf dieses Ziel nicht verfolgen. Natürlich gibt es dann die Trumps, die Putins, die jetzt auch die sozialen Medien für sich entdeckt haben als Propagandatool. Und es gibt die Profis, die Werkstätten, die wirklich solche Fakes verbreiten. Es ist Teil dieser Kriegführung. Es ist Teil auch, in Amerika gab es immer die Hassschleudern, die leider erfolgreicher waren als die seriösen Wahlkämpfer. Insofern ist es nicht ganz neu, aber man muss mitbedenken, dass das auch eine Industrie ist. Und dann kann man natürlich das Gefühl haben, oh Gott, ich kann ja, wie soll ich das noch auseinanderhalten, wer da jetzt recht hat. Wie früher auch. Wenn Sie in Amerika, sagte mir ein Publizist oder Medienwissenschaftler, wenn Sie einen Wetterkanal sehen, der Ihnen immer das falsche Wetter vorhersagt, dann wechseln Sie ihn, gucken Sie auf einen anderen. Wenn Sie sich ein Bett irgendwo kaufen, auf dem Sie schlecht liegen, gehen Sie da nicht mehr hin. Und so würde ich auch langfristig verfolgen, welche Quelle war langfristig vertrauenswürdig, weil sie einfach richtig lag und wer hat nur kurzfristig irgendwelche Strohfeuer angezündet oder Lügen oder Übertreibungen verbreitet und es war nicht angemessen. Alle machen Fehler, aber das ist ein Werkzeug, was jeder hat. Er kann mal in Ruhe sagen, ist es glaubwürdig, stimmt es rückblickend oder
mal irgendwann innehalten und sagen, was war da nun zuverlässig und was nicht auf Dauer. Das kann man schon. Ist ein bisschen anstrengender. Und ist in diesen Zeiten vielleicht noch mehr anstrengend, weil halt so viele, also wirklich heftige Themen auf dem Markt sind. Aber im Umgang mit diesen Profis, ja, hilft eigentlich nur das, was man früher mal Routine nannte. Die werden da sein und die werden auch Teil dieser Maschinerie sein. Und es sind nicht nur wir, die anders damit umgehen. Wenn Sie mal beobachtet haben, bevor Putins Truppen in die Ukraine einmarschiert sind, war ja lange diese Konzentration von Truppen zu beobachten. Und Putin sagte, nö, wir machen ja nur Übungen. Ja, wir werden kein Land angreifen. Und die US-Administration hat täglich verbreitet, nach unseren Informationen wird es einen Angriff geben. Bis Frau Warnknecht öffentlich sagte, die wünschen sich ja schon, dass Putin da einmarschiert. Zum Glück macht er das nicht. Es ist nur das Säbelrasseln und die Kriegstreiberei der Amerikaner. Das haben die alles in Kauf genommen. Und das hätten die früher nicht gemacht. Die hätten ihre Informationen behalten und gewartet, was passiert. Sie haben sich entschieden dafür, das vorher publik zu machen. Der Effekt war, sie konnten tatsächlich 1:1 Putin beim Lügen zugucken. Als er nämlich doch einmarschiert ist und dann gesagt hat, ist aber kein Krieg. Also so erwachsen kann man, glaube ich, sein, selbst wenn man kein Freund der Amerikaner ist und der Vorgeschichte vielleicht mit Irakkrieg und was weiß ich. Aber man kann in dem Fall, eindeutiger wird man die Verteilung von Wahrheit und Lüge nicht mehr verfolgen können wie in jenen Wochen. Das ist dann aber auch unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Konsument, das ist unsere Aufgabe als Eltern, wenn wir Kinder erziehen, das ist unsere Aufgabe als Volkshochschule, wenn wir bilden in der Breite und lebenslang, da müssen wir durch. Also dazu trage ich ja auch gerne bei. Ich werbe für unser Handwerk. Wir können nicht einfach irgendwelchen Unsinn erzählen, ohne dass es Folgen hätte. Natürlich hätte es Folgen. Insofern, ich weiß nicht, wie viele das sind. Man weiß auch nicht messbar, wie erfolgreich diese Art Propaganda ist, diese Desinformation. Sie ist relativ neu und sie wird relativ unverbrämt auch eingespeist. Und auch der britische Geheimdienst war kurz davor zu sagen, müssen wir jetzt unsere kalte Kriegseinheiten über psychologische Kriegsführung wieder entmotten? Wollten wir ja eigentlich, wir wollen ja kein Wahrheitsministerium, das dann sozusagen die Wahrheit festlegt. Wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja diese Vielschichtigkeit behalten, aber man muss auch sich wehren. Und was die jetzt seither machen, vielleicht verfolgen Sie auch, dass das britische Verteidigungsministerium kommt jeden Tag mit eigenen Informationen, auch natürlich aus Geheimdienstquellen, und sagen, nach unseren Informationen ist die Situation an der Front so und so. Das ist sicherlich, die werden sicherlich nicht sagen, werden sicherlich nicht alles sagen, aber es ist als Gegengewicht zu dem, was man sonst vielleicht nur aus Moskau hören würde, ganz angenehm. Und wir sind natürlich anfälliger. Wir zitieren in den Nachrichten immer auch die Position Moskaus. Lavrov sagt, es sei ganz anders. Putin sagt, es sei ganz anders. Das ist unser Handwerk. Das passiert, das ist für deren Lautsprecher eine Möglichkeit, ihre Sicht zu verbreiten. Wir werden das Handwerk auch nicht aufgeben. Es wird aber umgekehrt nicht so sein, dass in einem Land, in dem Zensur herrscht, in dem Leute, die sagen, es ist ein Krieg, im Gefängnis landen, dass sie das Gleiche umgekehrt hätten. Ja? Und da bin ich natürlich hellhörig, wenn mir jemand sagt, oh, die sind doch alle gleich und wer, die lügen doch alle und ihr sagt doch auch nicht das und ihr sortiert doch auch und die machen es halt ein bisschen anders. Nein, es ist nicht so einfach. Und es ist sehr verlockend, gerade in der Situation, wo man überfordert ist, wo man sagt, ich will das nicht jeden Tag hören, ich gucke schon gar nicht mehr, sich dann irgendwann zurückzulehnen und sagen, ach, die nehmen sich doch nichts. Man hat seine Ruhe und muss sich nicht mehr mit auseinandersetzen. Ich weiß, dass es anstrengend ist, für uns auch, für mich auch. Ich mag morgens auch nicht mehr die Nachrichten lesen. Und gleichzeitig habe ich Sorge davor, dass man sich dran gewöhnt. So wie man sich dran gewöhnt hat, ich habe es in Amerika erlebt, Trump hat jeden Tag gelogen. Es war irgendwann nicht mehr neu. Und dann war es bemerkenswert, wenn er vielleicht mal einen Tag nicht gelogen hat. Ja? Oder wenn er mal eine Rede gehalten hat, die nicht hasserfüllt war, dann war er schon fast staatstragend.
Insofern machen wir es Ihnen dann auch leicht, weil wir machen News. Und News sind nur das, was neu ist. Und wenn es nicht mehr neu ist, dann ist die Gefahr groß, dass man sich dran gewöhnt. Wenn heute die Meldung kommt, es flogen wieder 5 Raketen in der Ukraine auf Kleinstädte mit Toten, verbuchen wir schon so weiter hinten. Also man merkt es ja selber. Bei den allerersten war die Empörung noch, wie kann man, um Gottes Willen, es ist ein friedliches Land und jetzt fliegen da Raketen und wir sehen die Toten, das kann nicht sein. Ja, geht schon seit einem Jahr und wir alle merken, wie wir abstumpfen. Und das ist der Erfolg auch von Profis, die das halt abgebrüht machen. Gerne jetzt auch den Raum öffnen für Fragen. Gibt es welche? Ah, da hinten ist auch eine Kollegin von der VHS mit einem Mikrofon, die kommt gerade nach vorne. Ich bin hier Sozialdezernentin in der Stadt Oldenburg und damit auch eine Mandatsträgerin. Wir vielleicht den Eindruck bekommen, dass die Justiz da konsequenter ist. Das Ganze hat aber leider eine emotionale Komponente. Und die finde ich eben auch nochmal, man hat es bei Frau Roth sehr gesehen, die ist von solchen Sätzen persönlich berührt. Und ich habe es auch schon mal erlebt, auf einer Veranstaltung bin ich 1,5 Stunden beschimpft worden. Es ging um die Unterbringung von Wohnungslosen, also eigentlich gar nicht so ein dramatisches Thema. Und ich wollte die Veranstaltung und das Veranstaltungsgebäude nicht alleine verlassen. Mhm. Also da wird Angst erzeugt. Und das ist, glaube ich, noch eine Komponente, die dabei eine große Rolle spielt. Und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, um vielleicht an den Anfang zu kommen, was Frau Blinzer gesagt hat, dass es Menschen gibt, die sich deshalb aus den sozialen Medien auch wieder zurückziehen, weil sie das nicht ertragen. Also sie wissen vielleicht, dass das juristisch verfolgbar wäre oder... Sie wissen auch, dass das manchmal auch wirklich Menschen sind, die, wie Sie es gesagt haben, sage ich auch gerne, nicht alle Latten am Zaun haben. Aber es bleibt so eine emotionale Komponente und dann macht es mir ein bisschen Sorge, ob wir dann noch Leute finden, die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger werden wollen, weil sie immer die Sorge haben müssen, an der Stelle doch auch angegriffen zu werden. Ja, sicher, ist völlig richtig. Ist auch sehr bedauerlich, dass Leute, und es gibt ja gerade in der Kommunalpolitik die Fälle, wo Leute sagen, auch ihrer Familie wegen, ich tue mir das nicht länger an. Und es ist wichtig, dann dieses Diskussionsklima zu kämpfen, sagen, nichts gegen Streit, nichts gegen Auseinandersetzung, aber mit Anstand bitte und nicht mit Bedrohungen. Und es ist auch jedem überlassen. Wir haben ja vorhin gehört, wer alles auch sich aus sozialen Medien zurückgezogen hat und gesagt hat, man muss es nicht. Man muss nicht jede Auseinandersetzung führen. Man kann sicherlich auch mal sagen, das lasse ich jetzt ins Leere laufen. Dem gebe ich die Beachtung gar nicht. Da bin ich gelassen. Stimmt in dem Fall, ist in dem Fall nicht angemessen, aber ich habe auch aufgehört, bei diesem Buch hatte ich es am Anfang natürlich hin und wieder auch, dass dann Kommentare auf bis hin zu Amazon in die Kritiken wüste Beschimpfungen kamen, die Amazon auch nicht rausnimmt, selbst wenn sie unsachlich und auch falsch sind. Aber ich verderb mir kein Wochenende mehr durch eine Auseinandersetzung auf Facebook oder weil sie werden don't feed the troll, heißt es ja immer, sie ermuntert die natürlich noch weiter zu machen. Die sind am Anfang ganz sachlich und am Ende, wenn sie einmal irgendwie was Verfängliches gesagt haben, dann trumpfen sie auf und dann können sie nur noch blockieren. Und man hat dann trotzdem das Gefühl, jetzt hat man wieder was falsch gemacht. Ich versaue mal kein Wochenende mit diesem Nahkampf mehr. Ich halte mal dagegen und sage tschüss dann. Das ist als Zeichen auch für die anderen Diskutanten ganz gut. Oder ich ermunter mal andere und sage, ja, bin ich einverstanden, bin ich sehr bei Ihnen. Und dann ist auch mal gut. Und man kann auch blockieren und sagen, das ist jetzt, Entschuldigung, wie ein Stoppschild. Da mache ich jetzt nicht mehr mit. Sie fliegen jetzt bei mir raus oder ich signalisiere Ihnen, ich verfolge das gar nicht mehr weiter. Ist ja auch ein Zeichen, was man setzt. Aber Sie haben recht, natürlich ist diese, darauf zielt ja Bedrohung ab, dass Sie sich emotional nicht mehr sicher fühlen. Und dann ist es halt auch Fall für die Strafverfolger zu sagen, es ist ja definiert, was strafbar ist und was nicht.
Und ich denke, es ist auf kommunaler Ebene natürlich noch einmal eine Schippe drauf. Der Minister hat vielleicht Personenschutz, aber so ein kommunalpolitisch aktiver Mensch, der trifft solche Leute dann vielleicht auch noch beim Brötchen kaufen und dann wird die Situation schon äußerst unangenehm. Aber da kommt nochmal, ich komme einfach nach vorne. Vielen Dank, vielleicht auch um den Aspekt von so Strategien, die Sie gerade angesprochen hat, nochmal aufzugreifen. Und mit Blick darauf, dass Sie ja viel Verfahren auch verfolgt haben, mit den Strafverteidigern auch oder den Strafverfolgern auch gesprochen haben. Zum einen, was ist denn berichtet worden, wie ist denn das Verhältnis zwischen Menschen, die das eher alleine machen und alleine irgendwie sitzen und posten, zu Menschen, die, das hat man jetzt gehört in Ihrem Vortrag, irgendwie in Gruppen sind und sich da irgendwie inspirieren oder anstacheln lassen, hin zu sehr professionalisiert und organisierten Netzwerken, die das machen. Und als zweiten Aspekt, inwiefern findet da auch ein Lernen statt, ein Lernen über Strategien, wie man sowas macht, wie man Reichweite erzielt oder vielleicht neuere Technologien wie künstliche Intelligenz zu Bildfaken. Also wie ist da auch so ein Lernen dahinter vielleicht in so Strategien? Also die wären natürlich besser. Sie haben ja am Anfang, so wie in Phishing-Mails oder in Mails, die Sie angeblich von Ihrer Kreissparkasse kriegen und die dann Ihre, wo sie was anklicken sollen. Da sind ja lange noch Tippfehler drin gewesen und man konnte das relativ leicht erkennen. Die wären besser, Sie haben diese Fakes gesehen von der Spiegel Online-Seite. Da finden Sie nicht unbedingt mehr einen Hinweis, dass das eine Fälschung ist. Bei den, ob nur Einzelne oder in Gruppen, meist ist es ja beides. Da sitzt zwar einer alleine wie unser Vielschreiber in seiner Hütte vorm Fernseher und vor seiner Kaffeetasse und seinem Gartenzwerg, aber er ist eben nicht alleine, weil er in einer Community unterwegs ist, einer Chatgruppe, egal wohin die sich verbreiten, die ihm natürlich in allem Recht geben. Oder der junge Mann, der dann meint, schreiben zu müssen, ich würde Merkel ins Kassett stecken. Warum schreibt er das? Weil er glänzen will in dieser Gruppe. Da haben andere schon vieles gesagt und er meint jetzt muss ich auch mal was, jetzt toppe ich das nochmal und dann geht ihm so ein Satz durch. Ne? Und gleichzeitig haben sie einen Anwalt, der im Grunde dann auf dem echten Marktplatz genauso Leute wieder anheizt und sehr, der nicht strafbar sagt, die nächste Wende muss gründlicher werden. Da können sie sich alles rein vorstellen, was sie wollen. Ne? Ist aber nicht strafbar, so viel Jurist ist er und er hat ja dankenswerterweise gesagt, dass er sich solche Sätze sehr genau ziseliert vorher, die nicht strafbar sind, aber seine künftigen Mandanten sind möglicherweise die, die dann nach Hause gehen und Merkel ins KZ wünschen, ja, und die Justiz liest mit. Insofern, ja, haben sie alles, es wird raffinierter, es wird besser, es ist mittlerweile Teil einer binären Kriegführung, Desinformation, ist nicht ganz neu, aber ist technisch versierter und ist natürlich auch dank Internet schneller und breiter. Und sie kriegen die mutmaßlich auch viel schwerer, wenn überhaupt, als die Follower. Also diese, wir haben das gesehen, diese Abbildung der Nürnberger Prozesse mit den montierten Politikerköpfen. Die Staatsanwaltschaft in Göttingen weiß auch nicht, wer das auf den Weg gebracht hat. Sie verfolgen die, weil sie die dingfest machen können, die es dann kommentieren und sagen, genau, sehe ich auch so richtig und ja, das gutheißen und damit auch eine Straftat oder eine Straftat, weil Volksverhetzung, billigen und gutheißen und verbreiten. Ja. Also kommt vieles zusammen. So, hier gab es noch zwei Fragen. Erstmal die Dame da hinten. Anna Müller ist mein Name. Ich habe ein bisschen eine heikle Frage zu dem Thema Pressefreiheit. Das ist ja ein sehr hohes Gut. Wir haben vorhin das Thema, ne, Meinungsfreiheit ja auch gehabt, dass vieles dann gerechtfertigt wird mit Meinungsfreiheit. Ich erlebe das sehr persönlich schon seit längerer Zeit, einfach, dass ich dieses hohe Gut, dass ich da auch oft zweifle daran, weil es nicht nur aus eindeutigen zum Beispiel rechtsextremen oder völkischen oder sonst wie Organen da klare Ansagen dazu gibt, sondern es gibt, ich sage jetzt mal, ich nenne keinen Namen und auch nicht den Namen der Zeitung, aber es gibt hier öffentliche Zeitungen, wo man Kommentare von einem Chefredakteur lesen kann, die jedes Mal ins Grenzwertige gehen. Das heißt, viel Hass und Hetze, viel Sozialneid. Ich habe einmal sogar es gewagt, wirklich
bis zum Presserat das als Beschwerde hochzureichen, weil ich es wirklich auch als Volksverhetzung und als Verunglimpfung einer bestimmten Gruppe von Menschen in Deutschland erlebe. Der Chefredakteur der Bild hat ähnlich, nicht der Chef, der Eigner der Bild hat sich ja ähnlich zu dieser Volksgruppe auch, sage ich jetzt mal, geäußert. Es macht mich wirklich ratlos, weil das ist eine Zeitung, die wird gut und in Regionen werden diese Zeitungen gelesen. Ja. Und dann findet man das als Kommentar und nach fast einem Jahr habe ich dann endlich auch Antwort bekommen vom Deutschen Presserat. Das wird mit Pressefreiheit entsprechend begründet und dass es sich ja um den Kommentar, also die persönliche Meinung dieses Chefredakteurs handelt. Aber wenn ich immer solche persönlichen Kommentare lesen muss, in einer Region, wo es vielleicht auch nur dieses Medium gibt, wo viele Leute diese Zeitung einfach lesen, das macht doch auch was. Ja, es ist ja tatsächlich nicht neu. Und wenn wir die Auseinandersetzung haben, dass man sozusagen mit Dingen, die im Netz verbreitet werden, dass man darauf reinfällt oder nicht weiß, wie damit umzugehen oder dass es trotzdem gelesen wird, weil es ja im Netz stand, kann man auch sagen, also ich bin aufgewachsen mit dem Satz, wenn man 10 Leute gefragt hat, warum sie die Bild-Zeitung lesen, sagten 8 davon wegen des Sportteils. Ja? Warum wohl? Weil sie sich ein bisschen schämten für den Rest. Ja? Natürlich haben sie die gern gelesen. Ich habe Nachtschicht gearbeitet, das war manchmal die einzige Zeitung, weil die Buchstaben schön groß und die Sätze sehr kurz waren, die man in so einem Umfeld lesen konnte. Das kam dem natürlich sehr entgegen, aber natürlich gehört zum routinierten Umgang damit. Erstens, man muss sie nicht lesen, zweitens, es gibt den Presserat und man braucht einen langen Atem und wir gehen ja zum Glück als ARD mit der Bild-Zeitung nicht so um, wie die Bild-Zeitung mit der ARD umgeht. Ne? Aber ich gucke mir das jetzt mal gerne an, wenn die sich mal mit sich selbst beschäftigen müssten. Ne? Denn ansonsten, wir kriegen ja nun, man darf uns ja kritisieren und in vielen Punkten haben wir tatsächlich auch Kritik verdient. Aber wenn Sie nur jeden Tag lesen, was für sich die ARD sendet jetzt keine Winnetou-Filme mehr, weil das ZDF die übernimmt und es kommt dann die große Schlagzeile, die ARD zeigt diese Filme nicht mehr, weil sie nicht mehr PC sind, weil selbst wenn es falsch verstanden wird, es ja die Richtigen trifft. Also diese Agenda bin ich natürlich auch leid. Aber wer hätte gedacht, dass eine Figur wie Döpfner mal ins Wanken kommt? Ja, also auf lange Sicht, ja, also man wundert sich dann doch, dass manches mal möglich ist und diskutiert wird. Und insofern machen Sie weiter so. Das sind Mühlen, die langsam mahlen, aber Sie sind ja nicht alleine, haben Sie ja gemerkt. Ne? Ja, wir haben jetzt hier noch eine weitere Frage. Knut Hams, mein Name. Vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Wir haben in Oldenburg eine Story in der NWZ gehabt, wo ein Kind aus der zweiten Etage, meine ich, gefallen ist und ein Mann hat sie unten aufgefallen, das Kind aufgefangen. Das Kind war dunkelhäutig und der es aufgefangen hat, war ein Müllwerker. Und daraufhin kam der Kommentar, dass das ein Fehler gewesen sei. Er hätte es runterfallen lassen sollen und dann gleich im Müllwagen entsorgen sollen. Ja. Das hat die NWZ nicht auf sich sitzen lassen. Und an dem Tag habe ich sie wirklich gefeiert. Sie hat eine Strafanzeige gestellt. Ja. Es gab, das Ergebnis waren 6 Monate auf Bewährung und 60 Tage Sozialdienst. Meine eigentliche Frage, dafür hat man diese Community Manager, haben Sie vorhin gesagt. Und es werden ja sicherlich sehr viele Kommentare kommen. Ich habe das Gefühl, das war etwas, was diesen Community Manager bei der NWZ dann die Nackenhaare aufgestellt hat und er gesagt hat, oder sie, das ist mir jetzt zu viel. Aber was ist denn mit all den anderen Kommentaren, die so in den öffentlichen Medien auftauchen? Werden die alle gemeldet, damit sie verfolgt werden? Das weiß man nicht.
Also zum einen weiß ich gar nicht, ob das ein Community Manager war oder ob das einfach die Redaktion auch mitmachen muss. Das hängt immer von der Personaldecke ab. Und die können natürlich sowas melden von sich aus. Ob das Gesetz tatsächlich irgendwann rechtskräftig wird, mit der Verpflichtung, das zu melden, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber natürlich ist es richtig, sowas dann zu melden und zu sagen, das ist einfach jenseits aller Grenzen. Ja? Und es ist auch richtig, dass das dann ein Urteil nach sich zieht. Auch das war ja lange nicht zwingend. Eigentlich sollten, und die Kommentare kommen ja, ich nehme an, das war auch auf einer sozialen Plattform, wo das stattfand. Eigentlich sind die Plattformen gehalten, so Sachen zu löschen und rauszusuchen. Das machen sie zum Teil auch, aber nicht mit dem Personal. Und wenn Twitter die Hälfte seiner Belegschaft verlässt unter Elon Musk, dann sind die natürlich auch dabei, die man dafür bräuchte. Ja, aber die sind ja auf einer Plattform unterwegs damit. Und die Justiz sagte, als das Gesetz auf den Weg kam, wir wissen nicht, welche Lawine da kommt, was wir dann alles dem BKA sozusagen am Ende zuführen müssen. Wir hoffen, wir haben genug Leute. Und wir haben im Grunde, also weiß man das nicht, es werden auch nicht alle sein. Einige müssen die Plattformbetreiber, siehe Facebook, das machen. Alles, was Facebook nicht macht, macht dann die Tagesschau selber. Und Sie haben ja gehört, alle 3 Sekunden kommt ein Kommentar rein bei den Themen, die dann hitzig werden. Das ist eine Menge Aufwand. Und die das machen und die das mitlesen, brauchen hinterher Supervision, weil sie den Glauben an die Menschheit verloren haben in der Nacktschicht. Ne? Insofern ist das noch nicht raus. Aber Sie ja Autofahren, Sie werden nicht alle blitzen, sondern nur da, wo die Blitzer stehen. Aber jeder, der weiß, es gibt auch mal Blitzer da, wo ich nicht damit rechne und der vielleicht dann schon mal eine Strafe bezahlt hat oder auch nur eine Rüge gekriegt hat oder rausgeflogen ist, weiß, okay, da ist vielleicht jetzt mal ein Stoppschild, vielleicht achte ich mal drauf. Und auch das ist unterschiedlich. Ich habe welche erlebt, die ernsthaft reumütig waren und sagen, es passiert mir nicht mehr, schäme mich dafür. Ich habe andere das auch sagen hören und lese heute wieder die gleichen Kommentare von ihnen. Das hat also nicht lange gehalten. Und auch ein Strafbefehl hat ja auch schon eine Wirkung, wenn jemand sein Verhalten nur ändert, weil er nicht nochmal einen Strafbefehl bekommen möchte. Der muss nicht vom Saulus zum Paulus werden. Der kann auch ein Saulus bleiben, aber den Strafbefehl fürchten. Dann hat das auch schon einen Zweck erfüllt. Aber natürlich wäre es das Ideal, dass sich diese Stoppschilder dann auch durchsetzen und wir sagen, wir haben überhaupt nichts gegen eine Debatte. Aber sie muss in einem vernünftigen Rahmen stattfinden, ohne andere zu verletzen, zu beleidigen und mundtot zu machen. Ja, und wir erleben ja in Amerika jetzt auch gerade sozusagen mal wieder ein bisschen mehr von der Kultur. Seit Biden Präsident ist es ja ein bisschen ruhiger geworden. Das hat er immerhin geschafft. Und ich glaube, die Mehrheit, Amerika liegt mir am Herzen, weil ich da lange lebte, die Mehrheit ist auch lange schon so weit, dass sie Trump und die Trumpisten gerne hinter sich lassen würde. Aber er hat halt diese Partei noch im Griff. Und sie kriegen diesen Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Oder wenn, dann nur sehr langsam. Aber man muss dann auch länger drauf gucken und sagen, es ist nicht so, dass sich nichts tut. Auch dieses Gesetz, so sperrig es ist, der EU, der Digital Service Act, hat viel erreicht. Und viele in Amerika beneiden die Europäer darum, dass sie das schaffen. Und es ist ein wichtiger Markt, auf den auch Twitter und andere und Instagram Rücksicht nehmen müssen, langfristig. Und die EU ist auch sehr erfolgreich mit Datenschutzregelungen vorgegangen und sie ist auch sehr kämpferisch, wenn es darum geht, die Plattformen zu verpflichten, dass sie Ansprechpartner nennen müssen für Klagen und dass sie auch sozusagen solche Straftaten zurückverfolgen müssen. Das ist ein langer Weg, aber es ist nicht so, dass sich nichts tut, dass man in Schockstarre verbleiben müsste. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich komme zu Ihnen. Mein Name ist Ute Heeren. Ich habe jetzt Schwierigkeiten, das so auszudrücken, dass es einfach und klar ist. Also die Reichsbürger, das liegt mir sehr auf der Seele. Und wir können jetzt nicht alle Menschen, die Reichsbürger sind, ich sage mal jetzt für Oldenburg, in die Karl-Jaspers-Klinik für eine Zeit parken, weil das Problem nicht löst. Und ich finde das so schade. Es gibt so informative, aufklärende Sendungen über diese
Menschen, über die Hilflosigkeit, über den Staat, wie der versucht, damit umzugehen. Aber das wird immer erst ganz spät nachts gezeigt. Das ist nicht, dass man mehr sagt, um 20.15 Uhr kann man davon ausgehen, jeder Siebte, den man kennt, der hat das vielleicht auch gesehen und man kann das debattieren. Das ist eine Schwäche, finde ich, bei uns in der Gesellschaft im Moment. Und dass wir auch nicht erfahren, ob es da mittlerweile Gesetzgebungen gibt, die besser eingreifen können. Also wir werden immer nicht aufgeklärt so richtig. Weil es gibt ja schon Stadtteile und Firmen, die keine Steuern zahlen und die Autosteuern werden nicht mehr gezahlt und so. Und man sieht mal eine große Hilflosigkeit. Und das ist natürlich so, wenn man als Bürger eine Hilflosigkeit sieht, dann wird man vielleicht nicht mehr ganz so mutig sein, sich immer einzusetzen. Das geht so Hand in Hand, finde ich. Ich weiß nicht, ich wollte es mal loswerden. Ja, ja, das merke ich. Also jetzt diese Hilflosigkeit, wenn man einen schlechten Tag hat mit Behörden und mit irgendwelchen Firmen, die einem in der Telefonschleife aushungern und was weiß ich, das kenne ich auch. Da ist man natürlich auch aggressiv und muss sich mal wieder runterkriegen. Und das sind so Zeiten, wo man vielleicht am besten nichts postet. Das jetzt eine Hilflosigkeit gegenüber Reichsbürgern kann ich eigentlich nicht nachempfinden. Wir haben ja gerade jetzt bei den letzten Festnahmen auch durch die Bundesanwaltschaft gemerkt, dass sie das sehr ernst nehmen. Also da gab es ja schon die Kritik, ob die nicht überziehen. Aber es waren Aufrufe zum Putsch, es waren auch Waffen im Spiel. Und als Signal ist es sicherlich in ihrem Sinne hilfreich. Ne? Was unsere Sendezeiten angeht, rennen Sie bei mir natürlich offene Türen ein. Ich würde meine Dokumentation auch lieber um 20.15 Uhr sehen, als nach einem Tagesthema oder nach Mitternacht. Aber schon nachdem ich den Satz gesagt habe, muss ich wieder dazu sagen, ich hatte das. Also ich hatte, als wir noch Pressekonferenzen zu neuen Filmen machten, hieß es mal, wieso senden Sie sowas nicht um 20.15 Uhr? Ne? So, dann haben wir mal eine Dokumentation über die Tsunami-Welle in Indonesien damals um 20.15 Uhr gesendet. So, dann lief die gegen Götz-George und Iris Berben im ZDF, gegen irgendeine Wetten-Das-Folge sonst wo, gegen Unterhaltung natürlich sonst wo und hatte dann ein Drittel und die Hälfte der Konkurrenz an Zuschauern. Die gleichen Schreiber, die bei der Pressekonferenz waren, die von uns verlangten, senden Sie doch mal 20.15 Uhr, bitte, ist doch wichtig, die schrieben dann, der ARD-Film enttäuschte. Ja, da hatte ich natürlich auch so einen Hals. Also, Sie haben, 20.15 Uhr ist ein Unterhaltungsplatz. Und wir haben ja auch einen wachsenden Anteil von Leuten, die dann so Sachen auch nicht mehr linear angucken, sondern sich dann angucken, wenn sie Lust darauf haben und wenn sie Zeit dafür haben. Das wird ja mehr. Insofern ist es der lineare Termin nicht mehr so wichtig. Ich gehöre zu denen, die sagen, er ist weiterhin wichtig. Es wird nicht so schnell gehen. Aber wir senden viele Dokumentationen und man kann sie mittlerweile sich auch holen, wenn man will, zu allem und jedem. Ich finde es manchmal schon fast zu viel. Dass es nicht mehr stimmt, zu sagen, das wird alles irgendwo versteckt. Aber Sie müssen, ich kenne das von beiden Seiten, ein dankbarer Platz für eine Dokumentation im Ersten ist eigentlich vor dem Tagesthema und nach den Tagesthemen. Und die ist ja dann immer noch da. Und wenn sie sich rumspricht, dann kann man sie auch danach noch angucken. Oder mittlerweile auch davor. Wir gehen auch mit Filmen, die spät laufen, schon am Tag vorher in die Mediathek. Ist alles noch nicht da, wo es sein soll, weiß ich. Aber mit diesem Stoßseufzer, eigentlich müsste alles Wichtige um 20.15 Uhr laufen, der kann wirklich auch nach hinten losgehen. Und also man muss auch anerkennen, wenn Leute sagen, ich möchte mich jetzt erstmal unterhalten lassen, die gibt es ja auch. Ne? Und wir müssen ja für alle was haben. Ja, dann danke ich erstmal für die rege Teilnahme und ich kann noch darauf hinweisen, dass Sie gleich am Büchertisch zu finden sind und sicherlich dann auch noch für Fragen zur Verfügung stehen. Und es gibt auch noch einen kleinen Empfang, den die VHS veranstaltet, also für das leibliche Wohl ist auch noch gesorgt. Und dann können Sie sich auch noch miteinander austauschen über das ziemlich vielfältige Thema. Und ich freue mich auf das gemeinsame Projekt mit dem Präventionsrat und der VHS. Ich glaube, da können wir ganz gut was auf die Beine stellen. Vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Abend. Wünsche ich auch.